Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 14. Folge von Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? In dem Unterthema, wenn wir so wollen, über John Fitzgerald Kennedy. Und ihr wisst genauso wenig wie der Jörg, der jetzt aus Belgien sich zuschaltet, worum es im Teil 14 geht. Aber wenn das gleich kommt, dann glaube ich, kennt diesen Satz von John F. Kennedy. Wir sind nämlich jetzt inzwischen in der deutschen Politik gelandet und wir sind im Jahre 1963. Und im Augenblick sind wir am 23.12.2021 und um 21.13 Uhr kommt jetzt der Jörg rein. Abend. Ja, na, Michael. Ne, ich weiß ja nie, was du vorbereitet hast, weil ich kenne die Skripts ja auch nicht und das finde ich auch viel besser so, als wenn ich das alles schon kennen würde. Ich weiß das ja teilweise bei meinen eigenen Lesungen noch nicht, weil ich ja viele Dinge auch lese, die ich auch noch nicht vorgelesen habe. Aber heutzutage schaffe ich es, die meisten Dinge vorzulesen, aber ja. Auf jeden Fall bin ich gespannt, um zu sehen, was du wieder recherchiert hast und freue mich auf die nächsten 14 Teile, mehr oder weniger, um jetzt zu sehen, wie es in der Verschwörung hier weitergeht. Also, bitteschön. Ja, ich habe euch was mitgebracht, und zwar das hier. Ich denke, dieses Zitat kennt jeder von John F. Kennedy. Ich bin ein Berliner. Ich glaube, ich habe jetzt mal ein sehr symbolträchtiges Foto hier gewählt. Dieser Satz ist aus zwei Gründen falsch. Erstens ist es eine Lüge, der ist nämlich gar kein Berliner gewesen, der ist nämlich Amerikaner gewesen oder ein irischer Einwanderer gewesen. Und das zweite ist, dass ein Berliner selber im Dialekt sprechen würde. Der wird nämlich sagen, ich bin ein Berliner oder sowas, ich kann das jetzt nicht nachmachen, aber ich bin ein Berliner, macht jetzt im Augenblick wenig Sinn, es sei denn, man hat ein rhetorisches Super-Ausnahmetalent, wie angeblich der Herr Kennedy gewesen ist. Auf jeden Fall ist der Satz so eigentlich falsch. Und natürlich habe ich jetzt das Gebäck gewählt, um halt ganz klar zu machen, dass eigentlich der Satz Banane ist. Weil der Herr Kennedy fühlt sich vielleicht wie ein Berliner, ist aber keiner. Also wenn er gesagt hätte, ich fühle mich wie ein Berliner oder ich fühle mich Berlin verbunden, wäre das meiner Meinung nach okay. Wenn jemand als Politiker dahin kommt, eingeflogen als angeblich mächtigster Mensch der Welt, das amerikanische gewählter Präsident und dann sagt, ich bin ein Berliner, dann ist das nichts anderes als Stimmungsmache. Und deswegen müssen wir jetzt mal gucken, wie denn so der Einfluss auf dem deutschen Raum vom Kennedy und von der Kirche allgemein gewesen ist. Und deswegen ist es jetzt hier mal eine relativ deutsche Folge. Ich bin ein Berliner. Wie gesagt, ist inhaltlich und dialektischer Sarkasmus. Ne, hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Ist, wenn wir so wollen, Wahlkampf oder halt politische Aussage. Na dann mal los. Aus dem Magazin American Magazine, Contents, All Things Pope and President und so weiter, Handshake und so weiter, gibt es hier eine Nachricht, dass 1963 der Herr Kennedy ja eine Deutschland- bzw. eine Europareise unternommen hat, inklusive dann auch zum Vatikan. Zu der kommen wir eigentlich viel später. Wir brauchen die im Augenblick nur, um halt eine Grundlage zu schaffen für diese Untersuchung mit diesem Artikel. Hier steht nämlich drin, dass der Vater von dem JFK dann auch unter seinen Unterlagen, nämlich einen Cartoon hatte, aus einer 1960er Kampagne. Das heißt, da, wo eigentlich der John F. Kennedy Präsident werden sollte, also wo der Wahlkampf da stattfand. Und das ist jetzt die englische Version, für die englischen Zuschauer vielleicht, und das ist die deutsche Übersetzung. Big John und Little John, ein Cartoon, zeigt Papst Johannes den 23., der mit der Hand auf John F. Kennedys Kopf auf seinem Thron saß und ihn aufforderte, unbedingt zu tun, was Papa ihnen sagt. Jetzt haben wir direkt eine interessante Geschichte dazu. Das heißt, ihr seht jetzt hier, dass Cartoons aus dem Wahlkampf oder um den Wahlkampf herum mit JFK hier aussagen, dass der Papst eigentlich dem Herrn Kennedy sagt, was er dann zu tun hat. Ne? Papa heißt jetzt hier der Pope. Und gleichzeitig Papa. Also das ist jetzt hier so ein Kunstwort, was beides beinhaltet. Ne? Vater und Papst. Und da sind wir eigentlich genau beim Thema der Bibel in Matthäus 23. Was sagt uns denn Matthäus 23 über diese ganzen Sachen, die den Titel des Papstes betreffen? Der kommt in Vers 9. Aber er sagt auch insgesamt als Sohn Gottes, er sagt auch insgesamt etwas aus über die angeblichen Gelehrten und Pharisäer. Also diejenigen, die die Schrift auslegen. Wäre das jetzt im heutigen Bereich? Kann man ja mal überlegen. Ne? Wer sind denn die Leute, die die Schrift auslegen? Wer sind denn die Menschen, die Predigen vorbereiten? Wer sind denn die Menschen, die Bibelübersetzungen jetzt im großen Stil machen? Ne? Das sind doch eigentlich die Schriftgelehrten. Und was hat Jesus dazu gesagt? Das lesen wir im Kapitel Matthäus 23. Da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach,
Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Das heißt also so viel wie, sie erlassen die Gesetze. Ne? Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht. Denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßung auf den Märkten und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein, und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten, ihr Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange betet. Darum werdet ihr ein schweres Gericht empfangen. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm. Zweimal mehr, als ihr es seid. Ja, vielen Dank. Das ist jetzt nicht besonders positiv über die Schriftgelehrten und Pharisäer aus der Sicht des Sohn Gottes. Und er hat ja hier in Vers 9 absolut benannt, dass man niemanden seinen Vater nennen soll, außer dem Vater, der im Himmel ist. Ja gut, wenn ich mir jetzt halt anschaue, das ist der Artikel übrigens hier, wenn ich mir das jetzt hier anschaue in Etymologie Online, so Etymologie Online, ja, dann gucke ich mir halt einfach den Wortursprung an vom Papst und da bin ich natürlich genau bei dem Bischof und original kommt das eben vom Vater, Papa. Und damit haben wir den Papa, also damit haben wir den Pope und den Papa aus dieser Karikatur. Aber noch etwas anderes ist mir aufgefallen. Und zwar, wenn wir dieses Al Smith-Dinner nehmen mit JFK und Nixon und dem allseits beliebt, berühmt, berüchtigten Francis Cardinal Spellman, ne? Nämlich dieses hier. Wenn ich mir dieses Foto nehme, ich habe noch ein besseres Foto eigentlich, Al Smith-Dinner von dem Herrn Trump und wie heißt die, diese hilarische Clinton da, genau, wenn ich mir das jetzt hier angucke, das passt eigentlich am allerbesten hier da rein. Wenn ich mir das jetzt hier reinkopiere, und das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint, ja, aber wenn ich mir das jetzt hier reinkopiere, dann glaube ich, wird das unglaublich deutlich, oder? Also ich finde schon, wenn man da den Vers 6 nimmt und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen, dann passt das doch perfekt zum Erzbischof, finde ich. Denn, ich meine, wenn der Kardinal jetzt hier schon, oder der Erzbischof jetzt hier von New York jetzt hier schon sitzt zwischen dem einen der zwei zukünftigen Präsidenten, weil einer von beiden muss es ja nun mal werden, es gibt ja nicht die Chance, beliebige Menschen da reinzuwählen, dann sitzt er ja nur bitteschön in der ersten Reihe und damit mit dem obersten Platz, gell? Also von daher, das ist immer wieder frappierend, wenn man wirklich die Sachen mal an der Wirklichkeit oder an der weltlichen Realität dann da mal misst, ne? Wie das alles dann wieder passt. Und wie gesagt, also als Christ darfst du überhaupt niemanden deinen Vater nennen und schon gar nicht Papst und natürlich auch schon gar nicht Papa und wie auch immer. Und hier ist das Ganze mal aus Newman Reports Org Articles 1960, der katholische Fall, mal hier in richtig groß. Und hier sagt jetzt also diese Zeitung oder dieses Flugblatt oder was auch immer das dann ist, ja, du kannst eben nicht das Weiße Haus kaufen. Ne? Das haben die da mal so geschrieben, ob das so stimmt, da bin ich mir so ein bisschen skeptisch. Aber da steht genau der Satz, ne? Be sure to do what Papa tells you. Also sei ganz gewiss, dass du nur das machst, was der große Papa dir erzählt. Ne? Damit ist jetzt nicht sein leiblicher Vater gemeint, sondern eben dann der Vater, der, wie auch immer, der angebliche Stellvertreter Christi eben aus dem Vatikan. Und dann kommen genau
genau diese Ressentiments heraus, die wir dann auch schon in den früheren Folgen mit diesem ganzen Wahlkampf und mit diesem Verhören und mit diesen Reden und so weiter von dem Herrn Kennedy haben, wo der Kennedy sagt, nein, nein, also ich bin der demokratisch gewählte Präsident und eben nicht der römisch-katholische Präsident. Und das ist genau die Geschichte, die jetzt permanent dem Herrn Kennedy auf die Füße fällt. Tja, the Kennedy Millions, mostly made from whiskey. Die Kennedy-Millionen meistens aus dem Whisky heraus resultierend. Ne? Ja, das ist schon echt interessant, wenn man jetzt das ganze Hintergrundmaterial hat aus den ganzen anderen Folgen, wenn man wirklich sieht, dass also jetzt erstmal jemand mit allen Mitteln zum Erfolg gestrebt ist, um halt einen seiner Söhne zum Präsidenten zu machen. Und dieser Präsident, der dann irgendwann Präsident wird, hat immer noch nicht nur einen leiblichen Vater, sondern immer noch einen hierarchischen Vorgesetzten, nicht nur den Erzbischof von New York, sondern auch natürlich den großen Vorgesetzten, den aus dem Vatikan eben. Also so wie gesagt, das ist eben so eine Befindlichkeit damals aus den 60ern. Und es gibt noch ein anderes Cartoon oder Comic, was ich leider nicht gefunden habe, wo also der Papst eben schon mit dem Koffer in der Hand dann schon da fertig steht und bereit ist, um ins Weiße Haus einzuziehen. Ich ärgere mich zwar, aber es tut mir leid, ich habe ihn nicht gefunden, ich habe nochmal extra gesucht eben. Naja, gut, also man kann nicht alles haben, auf jeden Fall waren das also damals schon richtige Probleme, die auf den Kennedy dazukamen, um den Menschen glaubhaft zu versichern, dass er doch ein Original wäre und nicht einfach nur irgendwie eine Abziehfigur vom Papst. Ja, und interessanterweise sind auch dann so, der ist ja der Papst damals, der hieß dann auch John und der Herr hieß dann auch John, also John F. Und deswegen haben die Menschen gesagt, Mensch, Big John, Little John, wobei Little John mich immer so ein bisschen ganz verdächtig an Robin Hood erinnert. Ne? Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja. Ja gut, also ich wollte jetzt gar nicht großartig in diesen Artikel hier reingehen, der benutzt sich jetzt im Augenblick den Artikel nur als Überleitung zu dem, was gleich kommt. Dieser neue Papst war eben darauf erpicht, den amerikanischen Präsidenten zu treffen, denn wir dürfen nicht eins nicht vergessen, was noch, glaube ich, gar nicht benannt worden ist. 1963 ist der eine Papst, der große John sozusagen, gestorben, also der Übervater von John F. Kennedy, hierarchischerseits, und ein neuer Papst kam. Und dieser neue Papst, der hieß dann eben nicht John, sondern dann Paul, und der ist dann eben darauf erpicht gewesen, dass der amerikanische Präsident zu treffen. Allerdings umgekehrt, das heißt, der ist nicht nach USA geflogen, sondern JFK ist im Rahmen seiner Europa, wie soll man sagen, Mission, dann schon hierhin gekommen, nach Deutschland und unter anderem auch nach Italien und ganz speziell in den Vatikan. Und deswegen war auch dieser Papst 1963, der war damals schon, als die Kennedy-Familie 1939 da, wo Papa Kennedy Botschafter war in Großbritannien, nämlich eben da auch anwesend. Der war dann nämlich dann eben schon ein Mitglied des Vatikanischen Sekretariats oder Staatssekretariats. So kannst du mal sehen. Ne? In dem Moment, wo also dann auch ausgerechnet zum Ausbruch, sozusagen kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und in Anführungsstrichen Hitlers Papst, Eugenio Pacelli, also Papst Pius XII. 1939 da gekrönt worden ist, ne? Corona-Nation. Ne? Vielleicht kann man das auch mal so ein bisschen, ihr könnt euch da was zu denken. Ja, und zu dieser Zeit war eben der Papa von JFK eben dann Botschafter in Großbritannien und war dann logischerweise ein prominenter amerikanischer Catholic oder Workaholic oder was auch immer. Auf jeden Fall war er dann ein ganz prominenter amerikanischer Katholik. Warum auch immer, ist ja logisch, weil der hat ja damals dann auch den Roosevelt unterstützt, wissen wir ja alles schon. Ne? So, das ist dieses Bild, was der Herr Jörg da letztens da so schön illustriert hat mit seinem Text. Das habe ich hier genau aus dem Video, was auf unseren Kanälen hier veröffentlicht worden ist. Und zwar, da steht drin, also Joseph Kennedy, US-Botschafter in London, und Frau Rose Kennedy mit ihren Kindern, inklusive JFK, als sie die Vatikanstadt am 20. März 1939 verließen, nachdem Papst Pius XII. Sie in eine Privataudienz empfangen hatte. Also ich würde mal sagen, dass der Papst nicht jedem eine Privataudienz gewährt. Das heißt, also das war schon eine der Upper-Class-Familien, nicht nur weil der Botschafter war, sondern das ist so, dass vermutlich der Papst dann auch noch andere Beweggründe hatte, warum er jetzt den unbedingt kennenlernen wollte. Ne? Schließlich wusste man ja ganz genau, beziehungsweise vielleicht wusste auch der Papst dann oder das Papsttum am 20. März 1939, dass der Herr Kennedy Aspirationen hatte, zumindest seine Söhne, wenn nicht gar ihn, auf den Präsidentenstuhl zu hieven. Also man kann ja da nochmal zwei und zwei zusammenzählen.
Ist jetzt nur eine Vermutung, ist keine Theorie, ist eine Vermutung. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei, aber es ist, glaube ich, ganz klar, dass, wenn wir schon in den letzten Folgen beleuchtet haben, dass eben die Vorgängerbotschafter in London eine ganze Menge davon US-Präsidenten geworden sind, hatte der Herr Kennedy Senior sicherlich da auch seine Vorstellungen seines weiteren beruflichen Werdeganges, was ja dann nicht geklappt hat, deswegen mussten es dann seine Söhne richten. Ne? Papa wird es dann schon richten, dass die Söhne dann irgendetwas dann machen. Ich habe einen Brief gefunden. Oder eine Einladung gefunden, besser gesagt. His Holiness will receive in private audience Mr. James Roosevelt and wife, Mrs. Kennedy, Mrs. Houston, etc. on the day of Monday the 23rd at 12:30, also 12:30. Interessant, ne? 12:30, ne? Dieselbe Zeit übrigens, wo John F. Kennedy umgebracht worden ist. 22. Oktober 1933. Das ist diese Einladung. Zumindest sagt das ein Portal aus, das diesen Brief für, ich glaube, $240 oder $260 versteigert hat. Ne? Hier, Mrs. Kennedy und so weiter und so fort. Also interessant, ne? Da stehen also hier 1933, ne? Ja, also man findet schon einige Dinge, wenn man die sucht. Hm? Geht weiter. Hab ein Buch gefunden, hab nicht reingeguckt, aber der Titel, eieiei, die Götter zu verführen, eieiei, Tempting All the Gods, Joseph Kennedy, Ambassador, also Botschafter in Großbritannien, 38 bis 40. Da habe ich mir auch gedacht, nein, das kann doch nicht sein. Wer hat denn ausgerechnet so einen Titel gewählt? Also interessant, wenn man sich mal wirklich die Geschichten anguckt. Was heißt übrigens Ambassador? Heißt ein diplomatischer Aussender eines oder Ausgesandter eines Herrschers. Aha, also ein Gesandter. Eieiei. Ja, auf jeden Fall will ich jetzt hier nicht weiter in diese Geschichte reingehen, 1963, weil wir sind noch nicht im Vatikan angelangt, aber wir sind letzten Endes hier auf der Europa-Tournee von dem Herrn John F. Kennedy. Die war dringend nötig aus verschiedensten Gründen. Und wenn jemand über Schicksal spricht, dann hat er, glaube ich, die Bibel nicht gelesen. Das Schicksal hat nämlich dann angeblich den Herrn Kennedy dazu bestimmt, eben nicht deinen Namensvetter John kennenzulernen, sondern eben den Papst Paul. Naja, also das sind ja eh keine richtigen Namen. Ne? Das sind ja auch, wenn wir so wollen, Künstlernamen. Ne? Das ist ja nicht der originale Name. Mhm. Tja, und das ist eben dann der Besuch von Kennedy im Vatikan. Aber vorher ist noch was anderes passiert, zumindest in diesem Artikel. In diesem Artikel wird hier darüber gesprochen, dass es eben dann einen Schreiber gibt, einen Redenschreiber gibt für den Präsident, der Angia Biddle Duke und so weiter und Pressesekretärin und zwei Mitglieder der sogenannten JFKs irischen Mafia. Ich denke, was ist denn die irische Mafia? Das ist ja interessant. David Powers und Kenneth P. O'Donnell. 2 Minuten in diese Leute. Das ist der Herr David Powers. David Powers, wie könnte es anders sein, auch ein Sohn der irischen Immigranten und ein römisch-katholik und er war ausgerechnet Chief Usher at St. Catherine of Siena Church in Charlestown. Da habe ich mir gedacht, Moment mal. Also Usher ist eigentlich so ein Amtsleiter, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe. Aber interessant, der hat sogar mit einer Kirchen oder einer kirchenähnlichen Einrichtung zu tun. Und der ist auch noch gleichzeitig Sohn irischer Immigranten. Da braucht man gar nicht zu fragen, welchen Glauben der hat. Wird man ja so schon wissen, dass er hier in der heiligen Katharina irgendwo gedient hat. Ne? Klar. Aber jetzt wird es ein bisschen interessanter, habe ich zu mir. Also, er wollte den Kennedy erst gar nicht unterstützen, aber dann wurde er also total von eingenommen von unglaublich herzerweichender Anrede von Kennedy, die ja den sogenannten Goldstar-Müttern gegeben hat, die eben ihre Söhne im Zweiten Weltkrieg verloren hatte. Genau dasselbe Schicksal, was übrigens auch die Mutter von Kennedy selber ereilt hat mit dem älteren Sohn, der ja gefallen ist in einer Top-Secret-Mission. Nachdem also dann Kennedy gewählt worden ist, war eben der Herr Powers immer an Kennedys Seite, als Katholik natürlich, als irischer Immigrant und hat eben dann jeden Schritt und so weiter dann mit ihm zusammen im Weißen Haus gemacht. Also der Präsident Kennedy hatte dann sogenannt noch einen, ja ich will nicht sagen Aufpasser, ne, aber er hatte auch für einen Weggefährten, drücken wir es ein bisschen netter aus. Ne? Also der Kennedy war nicht allein im Weißen Haus. Das Wort Usher, was du gerade erklärt hattest, ne? Mhm. Das kennt man normalerweise aus dem Kino zum Beispiel oder aus dem Theater. Das ist ein Sitzanweiser, der die Leute zu den Plätzen begleitet und ihnen die Plätze gibt. Ist aber auch sowas wie ein Assistenzlehrer. Mhm. Ja? Also in diesem Fall wird es wohl ein Assistenzlehrer gewesen sein, aber der Usher ist auch ein Platzanweiser im Theater. Mhm. Ja, ich fand es halt einfach nur wichtig, dass er wirklich in der Kirche irgendwie gearbeitet hat. In welcher Funktion, also Chief Usher, das, also, aber in welcher Funktion auch immer. Aber es bezieht sich ja jetzt hier auf seinen römisch-katholischen Glauben. Ja, Assistenzlehrer, ne? Ja, ja. In aber der Kirche, das, ne? Also in dem, im Kirchenunterricht dann irgendwie da gelernt, ne? Ja.
Also Pastorenhilfe oder was, wie auch immer man das Ja. ins Deutsch übersetzen könnte, ne? Jemand, der dem Pastor hilft, mit seinen Schafen umzugehen, das wollte ich ihm gerade sagen. Also wenn er dann lehrt, ne, aus der Bibel oder was auch immer, so ein Unterlehrer, Hilfslehrer halt, sowas in der Richtung. Also er war auf jeden Fall der spezielle Assistent für den Präsidenten und er war immer bei ihm, hat immer begleitet auf seinen ganzen Reisen und er war der Erste, den der Präsident morgens gesehen hat und der Letzte in der Nacht. Also der war dann, ja, ne, Mädchen für alles, wie auch immer. Und der Historiker Robert Dallek hat geschrieben, dass Powers dann eben Teil der sogenannten irischen Mafia war, die eben total absolut loyal gewesen sind zu Kennedy und die überhaupt erstmal einen Aufstieg möglich gemacht hätte. Und dass Powers the first among equals, das kommt mir schon so bekannt vor. Nee, First Among Equals erinnert dich an die römisch-katholische Kirche. Das ist, wie der Papst den Leiter der orthodoxen Kirche bezeichnet. Okay. Der Erste unter Gleichen. Oder so. Ja, okay, das habe ich jetzt vergessen. Okay, das ist noch besser. Passt ja noch Dafür besser. hast du mich ja, ne? Passt Dass ja du noch sowas, besser. wenn du es vergisst, So, dass es doch sein was könnte. nirgendwo rauskommt, also was ich jetzt nirgendwo gesehen habe, was ich heute zum ersten Mal gelesen habe, ist das hier. Während des Anschlages auf Präsident Kennedy waren genau die beiden, sogenannte irische Mafia, die angeblich total loyal zu Kennedy waren, genau im Folgefahrzeug. We're riding in the Secret Service Follow-up Car directly behind the Presidential Limousine. Tja, interessant, kann ich da nur sagen. Powers hat gesagt, er hätte damals angefangen zu filmen, als eben dann diese ganze Parade dann eben dann diesen Flughafen Lafayette in Dallas dann verlassen hat. Aber ihm ist der Film ausgegangen um genau 12:17 Uhr, bevor sie also dann Dealey Plaza erreicht haben. Muss man jetzt einfach mal so hinnehmen, ne? Wir sind noch lange nicht bei dem 23. oder zum 22. Wir sind noch lange nicht beim Ja, wir 22. wissen ja, dass das ungeplant umgeleitet wurde. Also ist die Erklärung meines Erachtens ist fingiert. Ja, ist auf jeden Fall schon mal so etwas, was ich dann in Anführungszeichen zufällig heute gefunden habe, wo ich sage, das ist ja mal interessant. Ne? Guck mal, derjenige, dem Kennedy absolut vertraut, der ihn absolut begleitet, Tag und Nacht, ja, ausgerechnet der hat dann eben angefangen zu filmen und dann war der Film zu Ende. Das ist interessant. Ja. Powers hat gesagt, dass JFK der größte Mensch war, den er jemals getroffen hat. Gut, so viel mal eben zu Herrn Powers. Also, die Leute waren hautnah dabei. Ja, man hat dann immer weitere Verbindungen zwischen Boston und den Iren mit Cardinal Cushing. Das hatten wir ja alles schon in der letzten Folge. Deswegen springe ich jetzt hier mal ein bisschen weiter, damit wir zu den Sachen kommen, wo wir dann zukommen sollen. Und der Herr Papst John, der wollte eben dann die Chance haben, Präsident Kennedy zu treffen und hatte das eben dann geplant, ihm ein Geschenk zu geben, eine signierte Kopie seines Enzyklikals Pacem in Terris, welches der Präsident, wovon der Präsident eigentlich total begeistert war. Ja, und das hat er dann eben genau 1963 veröffentlicht. 11. April 1963. Das letzte Pamphlet, was er veröffentlicht hat, vor seinem Tod. Das Ding heißt Frieden auf Erden. Wenn ich das jetzt mal vergleiche zu dem Frieden, den Jesus Christus meint, dann habe ich aber eine ganz große Differenz, nämlich genau das Gegenteil. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Das fand ich sehr interessant, weil eigentlich Frieden auf Erden nicht erreicht werden kann, bevor Jesus Christus nicht wiederkommt. Gut, 11. April 1963. Was steht da drin? Oder beziehungsweise, ich habe noch einen anderen Einwand. Man sagt ja immer auf den ganzen Grabsteinen Rest in Peace, also Ruhe in Frieden. Das heißt, der Frieden tritt dann ein, wenn jemand nicht mehr in dieser Welt ist, ne? Wenn man es so überlegt. So, das ist das Enzyklikal Pacem in Terris. Terris kommt von Terra, also Erde, und extraterrestrial heißt außer Erde, außerirdisch, ne? Also Terris, ist klar. Frieden auf Erden, ein päpstliches Enzyklikal am 11. April 1963, wegen der Rechte und Verpflichtungen der Individuen und des Staates und so weiter und auch der ganzen Verbindungen dazwischen. Es hat damit zu tun mit den Frauenrechten und auch mit den Vereinten Nationen. Da habe ich mir gedacht, das ist mal interessant. Das letzte Enzyklikal von John den 23., der dann eben mit Krebs diagnostiziert wurde und dann eben 2 Monate später dann gestorben ist. Und man spricht davon, dass es sein letzter Wille und sein Testament wäre.
Und das wurde dann an einem heiligen Thursday dann halt publiziert. Das ist klar, dass es der nicht ist. Und das wäre angeblich dann sein Ostergeschenk. Toll. Also 11.04.63. In diesem Enzyklikal, was es in Deutsch gibt, steht drin unter Punkt 75, dass eben am 26. Juni 1945 die Organisation der Vereinten Nationen gegründet worden ist. Und der Vatikan bzw. der Papst hier der Vereinten Nationen als Hauptaufgabe sieht, den Frieden unter den Völkern zu schützen. Geht da schon wieder los mit dem Frieden. Das Ding heißt ja auch nicht umsonst jetzt hier Frieden auf Erden, ne? Und zu festigen. Und der Akt der höchsten Bedeutung wäre dann die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Da gehe ich jetzt nicht drin ein. Menschenrechte heißt letzten Endes die Verneinung von Gott. Das heißt, die Menschen haben dann plötzlich Rechte. Ich weiß gar nicht, woher die kriegen sollen. Weil zu dem Frieden. Bitte? Ja, zu dem Frieden. Ja. Die Vereinten Nationen als Hauptaufgabe, den Frieden unter den Völkern zu schützen. In der Bibel steht drin, wenn sie Frieden und Sicherheit sagen, ja, dann wird plötzliche Zerstörung über sie kommen. Ja. So, da hast du das hier, das ist dieses Enzyklikal, ja, da steht das hier, 75, da steht es hier. Das heißt übrigens Pacem in Terris, ist lateinisch, ne? Das heißt Pacem, nicht Pacem, Pacem, Pacem. Ja. Ja, nur mal eben so nebenbei. Gut, okay, also ich wollte jetzt nur damit sagen, also der Papst hat 1963 etwas über die UN geschrieben, dass die UN letzten Endes für die Menschenrechte stünde und den Frieden schützen soll. Deswegen haben wir, was bei der UN... Fällt mir gerade ein. Ist doch klar, oder? UN. Blauhelme. Warum sind die wohl blau? Eine Idee? Könnte dann wohl dann so die Aufgabe sein, dass die den Aufgabe hätten, einen Frieden zu sichern. Ne? Klar. Womit macht man das? Mit Gewehren. Ja, das ist eine Welt, in der wir hier leben. Und weil das so wichtig ist, dieses Enzyklikal, ist nämlich dieses auch dann hier hinterlegt bei den UN-Archiven oder in der UN selber. Weil es so wichtig und populär ist. Okay, das ist auch wichtig hier. Das ist nämlich genau der Papst, der darauf gefolgt ist. Das ist der Papst, der dann auch den Herrn Kennedy empfangen konnte, weil er der neu gewählte Papst war. Und der ist jetzt hier am 4. Oktober auf 1965, also geschmeidige 2 Jahre ungefähr, nachdem der Herr Kennedy umgebracht worden ist, in den Vereinten Nationen. Und wo geht er hin? Direkt in den Meditationsraum. Klar, warum wohl? Um natürlich zu meditieren. Natürlich. Der kann zwar vor abertausenden Menschen auf dem Petersplatz sprechen, aber der geht dann hier in die UN zum Meditieren. Das kommt aus meinem gestern veröffentlichten Video Scientists and New Religion, Session 60, die wissenschaftliche Revolution, die letzte Folge vom Foucault Pendulum, was ein absolutes Missinformationswerkzeug ist, ein Gegenreformationstool, sage ich immer dazu. Und der Papst jetzt hier, der geht tatsächlich in diesen Meditationsraum. Da gibt es ein interessantes Video von William Cooper, den haben wir auch mal wieder hier dabei, Mystery Babylon, der UN-Meditationsraum. Ist nur in Englisch da, aber ich meine, das Erste, was wirklich jetzt hier hervorsticht in diesem Raum, in diesem Meditationsraum, ist was? Ich werde da jetzt keine Stellung zu nehmen, da haben wir nämlich keine Zeit für. Aber ich meine, guckt euch die Symbolik hier an. Das soll für alle Cube, würde ich sagen. Ja, das ist ja. Der erste Gedanke, ne? Ja, das soll ein Altar sein, ja? Ja, eben, aber erst kommt der Gedanke Black Cube. Richtig, dann Altar. Ja. Genau. Also genau. Bei mir zumindest. Genau, genau. Ja? Und der ist auch 30 Fuß lang, 18 Fuß breit. Ja, gut. Also der Raum jetzt, ne? Der Raum jetzt und 9 Fuß und so weiter, der ist ja so, der geht so trapezförmig auseinander. Ach ja, 18 Fuß, war ja irgendwie klar. Ne? Der Meditationsraum, ne? Der repräsentiert das Licht des Himmels, das eben dann nicht auf die Erde wirft. Ne? Guck dir mal an hier, guck mal, ein Lichtstrahl, wow. Vielleicht hat Pink Floyd da seine Idee her, ich weiß es ja nicht. Ne? Dark Side of the Moon, dieses Cover mit diesem Prisma. Okay, wollte ich nur zeigen. Also wer sich dafür interessiert, ist gerne dazu eingeladen, dieses Video zu gucken. Und diesen trapezförmigen Form hat übrigens auch dieser Karel Wojtyla gewählt. Oder Menschen haben dann gewählt für ihn, interessant, ne? Interessant, interessant. Und das ist natürlich das, was hier steht, ist jetzt Unfug, aber hat mich zumindest dazu hingebracht, mal hinzugucken, dass der Papst tatsächlich einen trapezförmigen Sarg hatte. In diesem UN-Gebäude steht genau am Eingang, wo jeder vorbei muss, um halt in die Versammlungshalle zu kommen, genau ein Foucault-Pendulum. Der Narrator, dieser Erzähler, schreibt ja, oder sagt jetzt hier besser gesagt, ein Manifest Proof. Also ein manifestierter Beweis der Bewegung, der Rotation unserer Erde, was völliger Unfug ist, weil dieses Ding überhaupt nicht das anzeigen kann, was es anzeigen soll.
dass es ein Glaube ist, dass es Aberglaube. Ich würde da jetzt auf eingehen, aber ich habe da halt schon 4 Stunden Englisch drüber geredet. Wer da Lust zu hat, kann sich ja das Video angucken. Auf jeden Fall, dieses Ding kann überhaupt nicht die Bewegung der Erde anzeigen. Aus verschiedensten Gründen. Ne? Das hat mich viel Zeit gekostet, aber interessantes Artefakt vielleicht. So, und dann sagt auch dieser Erzähler hier, The Ceremonial Staircase. Ja, und Ceremonial Staircase hat mich dazu verleitet zu sagen, das ist ja gar kein Gebäude, das ist ein Tempel. Ceremonial. Zeremonial Staircase. Ach, es ist unglaublich. Also, und dann muss der Papst genau an diesem Foucault-Pendulum vorbei. Ne? Das ist der Eingang, der Aufgang hier. Und da habe ich geschrieben, also hier der Robert Bellarmine, Jesuit und so weiter, der wäre total zufrieden bei dieser sogenannten Demonstration der heliozentrierten Sonnensystems, was absolut Unfug ist. Aber man muss halt die Menschen halt blenden mit irgendwelcher Technik, ne? Blinding by Science oder She blinded me with Science. So. Der Herr Papst Paul, der Ältere, der Verstorbene, der ja der Papa John gewesen ist, der hat eben, hat ihm dann eine Replika übergeben von Michelangelos Pietà, was ausgerechnet wo ist, nach im Petersdom, über The Blessed Mother Mary Cradling the Body of Jesus. Also eben dann die gesegnete Mutter Maria, da habe ich jetzt auch ein Bild hiervon und so weiter. Also das ist das, was der Herr John F. Kennedy bekommen hat, damit er auch schön im katholischen Glauben bleibt, dass also Maria dann die Stärkere ist sozusagen. Ne? Die dann, also Jesus wird dann immer nur als tot gezeichnet in der katholischen Kirche, das oder als Kind. Ne? Also das ist echt immer wieder sehr interessant. Also das kommt hier direkt aus dem Petersdom, ne? St. Peter's Basilica. So, jetzt kommen wir endlich zu der Europareise von Kennedy. Juni und Juli 63 war ein total ereignisreiches und erinnerungswürdiger Ausflug sozusagen oder Trip für den Präsidenten. Er hatte nämlich einige andere Menschen getroffen und interessanterweise katholische Herrscher eines angeblich demokratischen Landes. Wir fangen an mit General, sage ich schon, Generale Charles de Gaulle, der zweite Sohn einer Mittelklasse katholischen und nationalistischen Familie und so weiter und so weiter und so fort. Der war ganz früh interessiert ja, an was jetzt wohl? An Militär- oder Kriegsspielen. Hier zusammen mit Winston Churchill. Zweiter Weltkrieg, klar. Er Anführer der französischen Widerstandstruppen sozusagen. Und jetzt habe ich was gefunden, was nicht in der deutschen Wikipedia steht, nämlich genau das. Der Herr de Gaulle war geboren am ausgerechnet am 22. November. Ich denke, ja gut, Zufälle gibt es, ne? 22. November, also die Chance ist ja 1 zu 365,25. In 1890 in eben Frankreich, dritte von 5 Kindern, einer frommen, katholischen und traditionellen Familie. Sein Vater Henri de Gaulle war ein Professor der Geschichte und Literatur in einem Jesuitencollege und hat dann auch schließlich später dann eben seine eigene Schule gegründet. Mensch, man muss doch endlich mal ein bisschen Glück haben, oder? Der Herr de Gaulle. Also wir haben da einen Staatspräsidenten, wir haben da jemanden, der ganz prominent ist, der also heute noch bekannt ist, der tatsächlich aus einer katholischen frommen Familie kommt und gleichzeitig sein Vater auch noch Jesuiten geschult ist. Kann man mal sehen. Es gibt hier ein Buch, das heißt The General, Charles de Gaulle und das Frankreich, das er gerettet hat. Also wenn man daran glaubt, ne? Übrigens nur echt mit Pentagramm, auch wieder auf dieser Mütze hier. Da kann man jetzt nicht sehen, weil es so dunkel ist. Aber interessant, ne? China-Pentagramm, Frankreich-Pentagramm, USA-Pentagramm, alles immer mit Pentagramm voll. Ne? So, Charles de Gaulle und das Frankreich, das er gerettet hat, von Jonathan Fenby habe ich mir mal ein paar Sachen rausgesucht. Unter anderem ist hier ein Minister Leon Blum bezeichnet als Henchman of Satan, also als, was ist ein Henchman? Handlanger, ach, auch nicht Handlanger, schlecht, auch nicht schlecht. ja. So. Charles de Gaulle, was mich dabei stört, ist ja in Paris oder bei Paris, der Flughafen ist ja auch benannt nach ihm, Charles de Gaulle. Ich finde das doch merkwürdig, dass dieser General, der Frankreich ja so im Zweiten Weltkrieg verteidigt hat und dann hinterher Präsident wurde, dass der nur mit einem L zu viel geschrieben eigentlich Gallier heißt, ne? Wo das ja herkommt. Also ist doch schon irgendwie ein blöder Zufall, findest du nicht? Weil die Goals, ne? Das sind die Ja, Gallier. genau. Ich habe zuerst auch gedacht, der wäre irgendwie Nobility oder so, dass er irgendwie Adel wäre. Adel vernichtet ja auch bekanntlich, aber dann ist mir eingefallen, auch de Gaulle. Mir kam auf dieselbe Idee, genau. Ich habe jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch, habe jetzt auch wirklich keine Zeit gehabt, da jetzt auch noch bei dem überall zu wühlen. Aber ich fand das schon wichtig, dass der Herr John F. Kennedy bei seiner Europareise jetzt einen katholischen Herrscher, wenn man so wollen, getroffen hat. Eines angeblich vornehmlichen, früher mal protestantischen Landes. Ne? Vive la Revolution!
Okay, also hier steht drin, seine Erziehung wurde vorgenommen durch katholische Schulen. Die erste wurde geleitet von den Brüdern der christlichen Schulen von ausgerechnet, ne, dem heiligen Thomas von Aquin in Paris, also gerade das Summa Theologica, gerade dem schlimmen Menschen, der hier alles zusammenmixt, inklusive Philosophie. Und in 1900 ist er dann eben zu dem jesuitischen College der Unbefleckten Empfängnis gekommen in der Straße von Vaugirard und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Also wir sehen, die ganze Familie hat wieder mit Jesuiten zu tun. Interessant. Ja, und dann ist die Schule geschlossen worden 1906, dann wurde er zu einem anderen Jesuiten-College in Belgien geschickt. Mann, 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 Mann. Also welche Zufälle immer hier, das ist ja unglaublich, oder? Das sind also, wie gesagt, Seiten, die ich jetzt hier rauskopiert habe aus diesem Buch, ja, damit man wirklich sieht, das ist wirklich alles kein Zufall, dass genau diese Menschen irgendwie gewählt werden und genau irgendwelche Staaten leiten. Ne? Das ist echt unglaublich, ne? Das, was hier alles drinsteht in diesem kleinen Buch. Ich habe noch Jesuit eingetippt und bam, 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 506 Treffer. Ne? Hier ist der Teilhard de Chardin, der Mensch, der hinter dem allen möglichen Fälschungen, unter anderem den Piltdown-Man steckt und so weiter. Das ist. Das geht unendlich so weiter jetzt hier mit den Leuten. Das geht unendlich so weiter. Egal, wo man jetzt reingeht. Teilhard de Chardin, der Vater des New Age, wird er auch genannt aus der katholischen Kirche, ne? Das geht unendlich weiter. Also das ist, wie gesagt, ich will jetzt nur mal hier sagen, dass also der Sohn geht auf dieselbe Schule wie Philipp de Gaulle und so weiter. Also ich will ja nur mal einfach dazu sagen, wenn du das auf der Wikipedia Deutsch guckst, ja, dann ist nichts mit Jesuiten. Das steht nur auf der englischen Wikipedia drin. Und deswegen bin ich natürlich in dieses Buch reingegangen. Da steht nur verschiedene katholische Privatschulen. Da steht aber nicht drin jesuitisch. In Deutsch. Darfst du nicht wissen, als Deutscher. Seine Mutter übrigens kam aus einer Familie reicher Unternehmer. Ach, die habe ich mir auch gedacht. Ach, du liebe Güte. Welch ein Zufall, ne? Während der Dreyfus-Affäre, das ist die Geschichte, wo man jemanden als Landesverräter denunziert hat, wo sich danach herausgestellt hat, dass dem nicht so ist, distanzierte sich die Familie von reaktionären nationalistischen Kreisen und unterstützte den aus antisemitischen Gründen, die ja gar nicht stimmten eigentlich, verurteilten Dreyfus. Dann geht der Gaulle in die Militärschule und der Rest ist Geschichte. Aber das waren nur die 5 Minuten über Charles de Gaulle. Weil jetzt kommen wir zum nächsten Katholiken. Da ist er. Dann ist er nach London mit dem Premierminister Harold Macmillan gefahren und da, oder geflogen, besser gesagt. Und dann hat er sich mit Konrad Adenauer getroffen, den Kanzler von Westdeutschland. Also damals hieß es ja noch West Germany. Heutzutage ist es nur BRD. Aber damals hieß es ja Westdeutschland. Und den sieht er jetzt hier wie? Den sieht er jetzt hier, damit es ihm nicht kalt wird, in einem Cape. Ne? Mit einem Ritter. Beziehungsweise mit einem Kreuz drauf. Also das sieht ja aus wie ein Schild hier, ne? Das ist ja klar, dass es das ein Ritterumhang ist, ne? Das ist ja nicht jetzt irgendwie nur ein Kreuz hier drauf oder so oder irgendwas ähnliches. Das ist ja ganz klar, ne? Das ist jetzt hier Schild. Schild trägt man übrigens immer links, ne? Und Schwert normalerweise in der rechten Hand, ne? Die Menschen machen das allerdings dann eher mit Worten als mit, ja, wie auch immer. Deswegen herzlich willkommen zu Konrad Adenauer und den schwarzen Kassen. Warum heißen die eigentlich schwarz? Warum tragen die Priester eigentlich schwarz? Warum sind eigentlich die Repräsentationslimousinen und Fahrzeuge der Herrscher immer schwarz? Hat das irgendwas mit den Men in Black zu tun? Schwarze Kassen der CDU-CSU, Dokumentation der Machtkonstruktion, ist ein Dokumentarfilm von Jean-Michel Maurice, Fabrizio Calvi und Frank Gabel aus dem Jahre 2008. Originaltitel heißt Das System Octogon. Die Geschichte des Netzwerks Octogon nach dem Zweiten Weltkrieg, wie Altnazis, Waffenhändler, Geschäftemacher, Staatsdiener sowie CIA-Agenten das Klandestin, das heißt das geheime und korrupte Netz der Politikfinanzierung aufbauten und die Partei des damaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer, die CDU, finanziell zu unterstützen. Was sagte noch damals jemand, der im Wahlkampfteam von JFK war? Du brauchst drei Sachen, um erfolgreich zu sein: Geld, mehr Geld und noch mehr Geld. Ja, die brutalstmöglichste Aufklärung. Wenn man da wirklich dran glaubt, dann ist man wirklich einem Bären aufgebunden. Verschleierte Organisationsstrukturen, Vertrauensposten, Belohnungs- und Gefälligkeitssysteme, mediale Deutungshoheit, alles ist machbar in der Mentalität des politischen Kampfes, welches gut verborgen oder welche gut verborgen und heutzutage wie geschmiert um sich greift. Ich glaube, absolut mehr als modern und mehr als aktuell geht da nicht, ne? Und das ist jetzt nicht nur, als wenn der Herr Adenauer da drin verwickelt wäre. Nein, das ist jetzt hier der junge Franz Josef Strauß. Oh, guck doch mal mit der Stahlfeiter-Affäre und alles was nach, wenn ihr da wollt. Heieieiei, war früher nicht alles besser? War früher nicht alles besser?
Nein. Auch in der späteren Zeit war nicht alles besser, ne? Also jetzt hier Handelsblatt, ne? Kohl gibt Ehrenvorsitz ab und so weiter. Die CDU bricht mit Kohl. CDU stürzt Denkmal Kohl. Warum? Der hat die Namen seiner Spender, hat er nicht veröffentlicht. Hat er nicht genannt. Deswegen ist er noch nicht verurteilt worden. Also, soweit ich weiß, hat er jetzt irgendwie keine große Strafe gekriegt. Er hat einfach sein Ehrenwort gegeben, ne? Sein Ehrenwort steht über den Gesetzen des Staates. Also er steht über dem Staat. Er muss irgendwelche Menschen gehabt haben im Hintergrund, die so viel Macht und Einfluss haben, dass ihm eine Verfolgung oder eine Bestrafung erspart geblieben ist. Und ich glaube nicht, dass das mit seinen politischen Erfolgen zu tun hat. Ich glaube, dass es eher ganz andere Dinge im Hintergrund sind. Das heißt, letzten Endes, das ist jetzt gerade mal 20 Jahre ungefähr her. Aber im Endeffekt ist das genau dieselbe Geschichte wie bei Adenauer. Wir sehen, die Geschichte hat Stil. Nein, die Geschichte hat System. Kult-Spendenaffäre, auch schon wieder schwarze Kassen, genau dieselben schwarzen Kassen eigentlich, die der Herr Adenauer schon hatte. Also was dreht sich in der Politik? Alles um Geld. Ja, und das hat letzten Endes die Frau Merkel überhaupt erstmal hochgebracht. Weil die ganzen, Anführungsstrichen, alten weißen Männer, Anführungsstriche wieder oben, ohne despektierlich zu werden, die waren in diese Spendenaffäre verwickelt. Herbst 1999. 1999. 999. Kann jetzt leider den Bildschirm nicht komplett rumdrehen. Aber nochmal ist eben dazu. Das sind wirklich Dinge hier, die das damals zugetragen haben, was ein Riesenskandal gewesen ist vor 22 Jahren in Deutschland. Der Herr Konrad Adenauer übrigens, damals nicht nur Oberbürgermeister von Köln, sondern unter anderem auch dann natürlich dann der erste Kanzler von der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland, der war Gründungsmitglied des Rotary Club Köln. Also, wenn man so will, Freimaurer-Rekrutationsverein und gehörte dem Club bis 1933 an. Das hat aber auch seine Gründe, warum das nur bis 1933 ging. Der Adenauer war Mitglied der Zentrumspartei, also genau die Partei, die Hitler damals die benutzte und die geforderte Mehrheit gebracht worden ist. Der war 1917 zum Oberbürgermeister von Köln gewählt worden. Köln übrigens hat seinen Namen von Colonia, einer römischen Kolonie. Deswegen steht da auch dieser Kölner Dom, das angebliche Wahrzeichen von Köln, was eigentlich völlig Unfug ist, weil es einfach nur ein großes, bröckeliges Gebäude ist, ohne jetzt wiederum irgendjemanden jetzt hier großartig verletzen zu wollen. Aber das eigentliche Symbol von Köln, meiner Meinung nach, ist der Rhein. Ich meine, schließlich heißt das Ding Köln am Rhein und nicht Köln zum Dom. Aber gut, da denke ich wahrscheinlich wieder zu geradeaus. Und dieser Herr Adenauer, der ist dann hier damals in der NSDAP-Zeit sozusagen dann abgesetzt worden. Und aber seine Tätigkeit ist nicht untersucht worden, aber er musste dann 1933 die Tätigkeit aufgeben aus politischen Gründen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass er nicht damit sympathisiert hätte. Der Verlust der Amtsstellung, ne, das ist die Geschichte, weil er nicht mehr Oberbürgermeister war, führt nach der Verfassung von Rotary dazu, dass Adenauer die für eine Mitgliedschaft bei Rotary erforderliche berufliche Klassifikation verlor. Also das hat eben nichts mit seiner Sympathie für irgendwelche Organisationen zu tun. Nein, nein. 1945 von den amerikanischen Gruppen, Entschuldigung, von den amerikanischen Truppen wieder als Oberbürgermeister von Köln eingesetzt, hat er eben dann einen Monat später Rotary International in Chicago dann dazu aufgefordert, den Kölner Club neu zu gründen. Ne? Also einmal Rotarier, immer Rotarier. Als 1949 erster Bundeskanzler und bis 55 auch Außenminister, also das muss man sich mal vorstellen, kriegt er dann zwei Gehälter oder wie? Weiß ich nicht. Also was ein Stress, ne? Also wir werden aber gleich sehen, der hatte gar keinen Stress. Aber es gibt eben Leute, die lassen auch andere den Stress dann erledigen. Also er hätte dann die Geschicke der Bundesrepublik Deutschland gestaltet. Das heißt, also wenn man jetzt so jetzt die ganze Aufbruchszeit in der Bundesrepublik Deutschland und Frieden für alle und so weiter, dann sieht jeder das Gesicht von Adenauer. Kommt aus der Quelle Hans-Peter Schwarz, Adenauer, Teil 1, der Aufstieg, Teil 2, der Staatsmann. Adenauer. Oh, Adenauer? Da war doch was. Also, wenn dieser Mensch, den im Rotarier Club mitgegründet hat und nachher für die Wiedereinführung des Rotarier Clubs geworben hat in den USA und dann auch noch in einem Ritterkostüm zu sehen ist, dann hat es doch damit zu tun, dass dieser Mensch in irgendeiner Art und Weise doch mal irgendwelche Verbindungen zur Kirche hat. Ich meine, schließlich sehen wir ihn hier in einer Prozession. Schließlich ist der Oberbürgermeister von der Kolonie in Köln. Und es gibt noch ein paar andere Auffälligkeiten. Ein sehr empfehlenswertes Buch ist hier, das man auf den Kanälen von Jörg sieht, Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Und das ist eine Analyse der Beziehungen zwischen dem Nazifaschismus und dem römischen Katholizismus. Ihr seht hier nicht umsonst den damaligen gewählten, darf man nicht vergessen, ne, gewählten Diktator von aus Österreich, ne? Nicht aus Deutschland, ne? Nicht vertun jetzt hier. Ist nicht weit weg, aber immerhin. Und da sehen wir, dass es da Verbindungen gibt. Auf der Seite 101 zum Beispiel sehen wir dann eben hier, dass es da
einen Herrn von Papen gibt, der eben dem Herrn Hitler eine Mehrheit verschaffte, das also demokratisch legitimiert und das Dokument unterschrieb, das ihn zum Staatsoberhaupt machte. Er war auch für das verantwortlich für das Zustandekommen des kirchlichen Konkordats im Jahre 1933 und hat gesagt, Zitat, das Dritte Reich ist die vorherrschende Macht in der Welt, welches die erhabenen Prinzipien des Papsttums umsetzt. Also so hört sich keine Distanzierung von einer römisch-katholischen Politik an. Im Gegenteil, das ist die Bestätigung, die Affirmation, dass es eben dann eigentlich ein päpstlich, mit dem päpstlichen Segen sozusagen dann halt auch geschehen ist. Ne? Schließlich, darf man nicht vergessen, ist ja quasi Hitlers Papst, der Herr Pacelli, vorher dann Staatssekretär und davor dann eben Botschafter gewesen. Also interessant, ne? Interessant, interessant, interessant. Und der hat zum Holocaust geschwiegen, der hätte ja seinen Einfluss locker geltend machen können. Und der Herr Hitler war ja angeblich Katholik. Also ich sage angeblich, weil ich kenne jetzt den Hitler persönlich zum Glück nicht. Aber auf jeden Fall eine sehr kontroverse Figur, der Herr Papst, Pius XII. Mhm. Das ist der Herr, worum es gerade geht, das ist der Herr von Papen. Der Herr von Papen ist auch Botschafter gewesen, also wenn man so will, ein Geheimagent. Und bei der Spiegel gibt zu, dass er eine Mission unterwegs war. Und wir wissen ja ganz genau, dass Mission eben die Verbreitung oder die Aussendung von jesuitischen Agenten in der ganzen Welt beschreibt. Interessant, dass genau der Spiegel da schon wieder das Wort Mission benutzt. Ne? Hier seht ihr, ne? Ein Aussenden als ein Agent, speziell und originär von Jesuiten drin. Mhm. Und dieser Herr von Papen hat unglaubliches Glück gehabt. Der ist nämlich damals bei dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal. Dann hat er einen Fürsprecher gehabt, nämlich den Herrn Roncalli. Den haben wir ja auch schon wieder benannt und gesehen in dem Skript mit John F. Kennedy, dass die alle sich kennen. Und der hat dann eben auf Bitten von Papen, also der damals mal Vizekanzler unter Hitler gewesen ist, am Anfang, ja, den Verteidiger des einzigen großdeutschen Diplomaten, also von Papen, mit wichtigem Entlastungsmaterial versorgt. Also der Herr Roncalli aus dem Vatikan hat dafür mit Sorge getragen, dass der Herr von Papen freigesprochen wird. Das heißt, dieser Mann hier hatte die tätliche Unterstützung der Kirche bei seinem Freispruch im Kriegsverbrechertribunal. Ansonsten hätte der, glaube ich, ziemlich schlechte Karten gehabt als Stellvertreter von Hitler. Denn der Mann muss ja eine ganze Menge Wissen haben als Ex-Botschafter, als Ex und Ex und Ex und so weiter und so fort. Ne? Also Mission, klar. Ne? Da geht es sich um irgendwelche Inhalte. Das kriegt jetzt der normale Leser nicht mit, aber die Zuschauer dieser Sendereihe, glaube ich, dass es eben dann auch eine kirchliche Hintergrund hat, dieses Wort Mission. Mhm. Und der Papstbiograf Algisi hat gesagt, es ist gesagt worden, dass man von Papen die Akten vom Heiligen Stuhl durch die Hände des apostolischen Nuntius Roncalli zukommen ließ und dass diese ihr Gewicht beim Nürnberger Prozess hatten. Papen, der Hitler im Januar 1933 auf den Kanzlerstuhl geholfen hatte, wurde am 1. Oktober 1946 vom Internationalen Gerichtshof freigesprochen. Wäre garantiert nicht passiert, wenn er nicht den Vatikan im Hintergrund gehabt hätte. Kann man jetzt nur vermuten, aber ist ja nun mal halt höchstwahrscheinlich. Nuncio, wenn ich mich nicht irre, ist der Nuntius Roncalli doch auch der spätere Papst Paul VI. Geworden. Ja, genau, das kommt dann später, ja, richtig, ja. Ja, also du siehst, die Lanzenleute kennen sich untereinander und der Herr sowieso hat mit dem Herrn sowieso zu tun und alle kennen sich untereinander. Das heißt, du kommst nicht auf den Papststuhl einfach nur durch ein gutes Aussehen oder durch das richtige Make-up, sondern eigentlich dadurch, dass du vorher erstmal dich bewiesen hast. Das ist ja die Hypothese, die ich immer schon gehabt habe, dass du nicht einfach so in die Politik oder in die kirchliche Hierarchie reinrutscht, ne? Sondern du musst ja schon irgendwelche Aufnahmeprüfungen sozusagen hierarchischerweise dann schon erledigt haben. Aber nochmal, ich glaube, dass dieser Freispruch hier ein ganz entsprechendes religiöses Geschmäckle hat. Ne? Nuncio heißt übrigens ein permanenter diplomatischer Agent, der eben den Papst repräsentiert. Mhm. Und Kapitol übrigens heißt nicht nur dieses Gebäude in Washington D.C., sondern kommt aus dem lateinischen Capitolium, ist der Name des Tempels von Jupiter. Optimus Maximus, also dem Höchsten alles, ne? Dem Beschützer der Stadt oder der City, dem Bischofssitz und so weiter, auf dem kapitolinischen Hügel im alten Rom. Hm? Und deswegen hat also der Petersdom und auch London und auch Washington haben alle denselben Baustil, weil sich alle an dieses, an diesen Tempel sozusagen dann hier anlehnen. Ne? Das ist immer noch der Tempel des Jupiters.
Was ja dann auch Sinn macht, weil die Statue, die hätte ich auch noch einkleben können, von Jupiter ist ja heutzutage dann umbenannt in den heiligen Peter. Deswegen hat der Peter einen Sonnenkranz auf dem Kopf, wo er gar nicht weiß, wo ich gar nicht weiß, warum ein Petrus einen Sonnenrad über dem Kopf haben sollte. Naja, auf jeden Fall ist der Franz von Papen später noch verurteilt worden, das weiß ich aus dem Kopf. Und später, aber nochmal, ist er dann auch päpstlicher Kammerdiener geworden, was er früher auch eben schon gewesen ist. Ansonsten hätte dieser Mensch garantiert auch nicht diese ganzen Empfehlungen gehabt für dieses Kriegsverbrechertribunal. Konrad Adenauer, von dem wird gesagt, dass er eben ein ehrenhalber Ritter des Teutonischen Orders gewesen wäre. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass er genau dieses Symbol auf seinem Umhang hat, was ihn dann auf eine Art wiederum zu einem Supermann macht. Oder besser gesagt, er hat den schützenden Mantel des Glaubens um. Ne? Was er damit da glaubt, ist dann wieder seine Sache. Aber nochmal, dieses Balkenkreuz auch auf diesen ganzen Kriegsflugzeugen und so weiter, kommt ja auch nicht von ungefähr. Ne? Heiliges Römisches Reich deutscher Nation. Ja. Das geht immer so weiter jetzt, ne? Die Nachdenkseiten machen jetzt einen interessanten Ausflug. Die sagen, Adenauers gekaufte Demokratie. Wie kann man eine Demokratie kaufen? Ja klar, mit Geld. Okay. Konrad Adenauer, sagt der Artikel von Werner Rügemer, wäre nie Bundeskanzler geworden und nicht geblieben, wenn er sich an das Grundgesetz und demokratische Verfahren gehalten hätte. Schwarze Kassen, Nummernkonten in der Schweiz, Liechtensteiner Stiftungen, gefakte Anzeigen, Tarnorganisationen, Geheimdienste mit Verfassungsbruch und krimineller Energie finanzierten Konzerne die Regierungsparteien der neu gegründeten Bundesrepublik und schon vorher, und ich darf einmal sagen, und auch heute. Interessant, 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 interessant. Ne? Vorfeldorganisationen für politische Zwecke, Missbrauch, wie heute WWF und NABU. Unglaublich. Also, das ist ein sehr interessanter Artikel, kann ich nur empfehlen. Adenauers gekaufte Demokratie von den Nachdenkseiten. Ne? Ist vielleicht ein bisschen negativ hier, aber ist vielleicht aber auch sehr, 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 sehr echt. Ne? Von der Gründung der Bundesrepublik mit dem Bankier Ferdinand Menges. Es geht jetzt immer noch darum, um den Besuch von John F. Kennedy, denn der Kennedy hat den Adenauer getroffen. Ja, und Adenauer war zu dem Zeitpunkt damals immer noch ein dienstalter Bundeskanzler gewesen und vor allen Dingen ein Katholik. Also der eine Katholik heißt Charles de Gaulle, der nächste Katholik heißt Konrad Adenauer. Es gab einen Bankier, der heißt Robert Pferdmenges, und seine feine Kölner Privatbank Sal Oppenheim und Cie. Während der Nazizeit hatte sie als Bank Pferdmenges firmiert. Nach dem Kriegsende brachte der bekennende evangelische Christ, also evangelischer Christ und dann auch noch Bankenchef, interessant, und synodale Pferdmenges das evangelische Milieu mit in die erneuerte christliche Partei seines langjährigen katholischen Kölner Freundes Konrad Adenauer. Ne? Nochmal, Köln heißt Colonia, Kolonie, römische Kolonie. Man kannte sich auch aus dem 1928 gemeinsam gegründeten Kölner Rotary Club. Ach, guck mal, da sind die beiden zusammen. Nach außen hin sind die tagsüber Bundeskanzler und Bankchef, und aber dann abends und hinter verschlossenen Türen sind die dann plötzlich Rotarier. Ist natürlich alles überhaupt kein Problem. Alles miteinander zu mischen, auch evangelischer Christ und katholischer Freund, ist alles überhaupt kein Problem. Das nennt sich Ökumenismus. Ja, der wichtigste Spendensammler für den Kölner Oberbürgermeister Adenauer, dessen schwarze Kassen für die rheinische Landschaftspflege bis 1933 immer gut gefüllt hatte. Gefüllt. Und deswegen hat er Pferdmenges, weil er ja mit dem Geld gut umgehen kann, direkt 1946 das Amt des Schatzmeisters der CDU Rheinland übernommen. Ne? Ist ja klar, man muss ja vorher sich beweisen. Wem gibst du dein Geld eher als einem Bankmenschen? Ne? Interessant, also wie gesagt, das ist unglaublich, unglaublich, unglaublich. Ne? Adenauer bekam jedes Visum sofort wie geräumige Autos mit Chauffeur. Zugleich konnte Pferdmenges durch Zuteilung und Verweigerung von Raumfahrten, Hotelkosten das Datum und die Zusammensetzung von CDU-Versammlungen steuern. Und die Konkurrenten bekamen kein Visum und so weiter und so fort. Ne? Ach, das ist echt unglaublich. Nein, das ist nicht unglaublich, das ist Politik. Ne? Ich mache nur das Rote jetzt. In den USA 1948 unter der Leitung von CIA-Chef Alan Dulles das American Committee on United Europe, ACUE, gegründet. Auf Dulles Initiative, er hatte von 1942 bis 1945 von der Schweiz aus, klar, ne, Kreuzritterland, Balkenkreuz, mal wieder, aus den CIA-Vorgänger Geheimdienst USS geleitet, trafen sich dann eben in Genf, ne, neutral. Denk mal an Herrn Baschel, ne, der ist auch in Genf damals gestrandet, im wahrsten Sinne des Wortes, aber der hat sich garantiert, meiner Meinung nach, nicht freiwillig angezogen, in eine Badewanne gelegt und auch garantiert nicht zufällig. Ein Reporter, ich glaube von Stern war das gewesen, der hat ausgerechnet nur ein Schwarz-Weiß-Foto geschossen, damit man die Hämatome nicht sieht anscheinend. Aber gut, das ist eine andere Baustelle jetzt. Ich So. möchte mal kurz unterbrechen, Entschuldigung, aber du Ja. bist wieder so im Redefluss, ich kriege da keinen.
Kein Spalt dazwischen. Da steht in dem obersten roten Satz: In den USA wurde 48 unter Leitung von Alan Dulles, wo wir vergessen, dass er ein Jesuit war, das American Committee on United Europe gegründet. 1948 United Europe. Es gab erst in 1900, jetzt will ich mich nicht vertun, ich glaube 54, die Gründung der EWG, ne? Ja. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Ne? Also hier gab es schon vorher ein amerikanisches Komitee, um Europa zu vereinen. Wo sind wir denn heute in 2022 oder 2021? Noch ein paar Schritte davon. Ja, aber es gab damals schon in Rom die Gespräche zwischen Hitler und Mussolini, um da so eine europäische Währungsgeschichte dann zu lancieren. Naja, im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass die Leute einfach begreifen sollen, die römisch-katholische Kirche wollte es erst mit Gewalt durch Hitler. Und als sie es mit Gewalt nicht erreicht hat, dann macht sie es mit Handel, mit Geld. Und das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Ja. Ich wollte nur mal darauf hinaus, dass man doch mal eben wach wird und mal eben begreift, 1948 gründen die bereits ein Komitee zu einem vereinten Europa. Wo da hier 48 in Deutschland niemand gesprochen hat, also auf der Straße von einem vereinten Europa. Ne? Ja. Das wollte ich nur mal eben zu bedenken geben, das war alles. Naja, du siehst jetzt hier auch die geheimen Treffen, die 16 Mal stattfanden und die von Adenauer nicht benannt werden in seinen Memoiren. Er hatte übrigens einen engen Mitarbeiter, Otto Lenz, auf den kommen wir gleich zu sprechen. Ja, der Herr Dulles, der hat eine ganze Menge mit JFK zu tun, aber ich glaube, bevor wir zu dem kommen, müssen wir erstmal noch die ganzen anderen Sachen hier abfrühstücken. Ja, die Adenauer-Truppe bediente sich des unverdächtigen Vereins namens Christliche Nothilfe. Das muss ja alles finanziert werden. Also das sind da so Deckorganisationen, so Tarnfirmen oder eingetragene Vereine der Gemeinnützigkeit und solche ganzen Geschichten. Die haben also in 4 Jahren 40 Millionen Schweizer Franken gesammelt bei den Schweizer Bürgern. Ja. Moment mal eben. Tarnfirmen, Geld sammeln und so weiter, das ist genau das Gleiche. Und das benennen wir jetzt mal bitte schön, wie zum Beispiel das Rote Kreuz. Das ist nichts anderes als eine Geldeinsammlung für dahinterliegende freimaurerische Organisation. Und ich habe schon gedacht, du würdest jetzt die Rotarier benennen. Ja, aber Rotarier sind ja nur der Einstieg in die Freimaurerei. Ja, ja, aber das Rote Kreuz zum Beispiel ist ja viel, viel, viel stärker als die Rotarier jetzt. Und vor allen Dingen ist das ja in jedem deutschen Kopf mehr oder weniger drin. Das deutsche Rote Kreuz, ja, die sind ja so toll, die haben ja... Die machen ja alles mögliche, die nehmen ja Blutspenden an und die haben ja Hilfsdienste und dies und das und jenes. Und das ist nach außen hin, verkauft sich das so toll. Nur wenn man hinter die Vorhänge schaut, dann begreift man, dass das Deutsche Rote Kreuz ein ganz großes Finanzierungssystem ist und Geldwäschesystem ist für die ganzen Geheimgesellschaften dahinter. Und deswegen hast du mir gerade im Grunde gerade das Stichwort gegeben, deswegen wollte ich da mal kurz eben drauf eingehen. Ja, und du siehst also, natürlich war damals auch noch Deutschland offiziell besetzt und deswegen lief das natürlich alles über den Geheimdienst, ne? Ist ja klar. Und über amerikanische Geldgeber und Stiftungen, ne? Ach, das ist alles unglaublich. So wurde Adenauers Wahl 1949 mit einer Stimme Mehrheit hinmanipuliert. Also das ist sehr interessanter Artikel, kann ich nur sagen. Ne? Sehr interessanter Artikel. Wird jetzt auch nicht besser, im Gegenteil, wird jetzt eher noch schlimmer. Unter der Führung Pferdmenges, seit 1951 auch Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Banken, wurden deshalb die Methoden des Politikchaos weiterentwickelt. Ne? So sind wir schon direkt schon bei Bayern und Strauß und so. Ne? Unter anderem jetzt hier, der Verein wurde gegründet, die Waage als Gemeinschaft zur Förderung des sozialen Ausgleichs, und dann wurde dann hier als eingetragen im Kölner Vereinsregister, als gemeinnützig, wie das eben schon hier ich benannt habe. Ne? Vorsitzender war der IHK-Präsident und so weiter. Zu den Gründern gehörte unter anderem der Herr Horten von den Kaufhäusern und der Zigarettenfabrikant Philipp Remsmar. Ne? Das hat alles mit Politik zu tun, ne? Im Augenblick. Das sind halt alles jetzt hier nur so vornehmliche eingetragene Vereine, sondern die Ziele. Wenn man das weiß, was du gerade vorgelesen hast, Entschuldigung, dass ich dich wieder unterbreche, dann erscheint auch auf einmal die Entführung von Remsmar in den 80er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, auch einmal unter einem ganz anderen Licht. Ne? Mhm. Weil die Leute wissen ja gar nicht, wie der verbündet ist mit solchen Sachen. Da wird immer nur erzählt, so von der Entführung von dem Remsmar, der hat ja bei mir in Blankenese gewohnt, da wo ich gewohnt habe in Hamburg. Ne? Deswegen bin ich damit einigermaßen bekannt. Und der hat ja dann diese Zigarettenfirma gehabt, wie gesagt, R6 und solche Dinge, die er verkauft, genau. Ja, gemacht hat. Ja, ja. Das ist natürlich, solche Sachen wie so eine Entführung gewinnen auf einmal ein ganz, oder werden auf einmal unter einem ganz anderen Licht angeschaut, im Grunde, wenn man weiß, in welchen
Organisationen und Geheimorganisationen und ähnlichen solche Leute überhaupt ja, organisiert sind. Ne? 1996, 33 Tage, interessant, 33 auch nochmal wieder. Ne? Ja, Remsmar ist mir auch nochmal eingefallen und zwar ganz aktuell. Eine Klimaaktivistin neben Luisa Neubauer und der Greta Thunberg, ja, die Carla Remsma. Die natürlich nur das Klima schützt, ne? Weswegen sie dann auch aus diesem Remsma-Clan ist, und ja, ich mach da jetzt überhaupt keine, ich sag's jetzt, benenne es jetzt einfach nur mal, ne? Also wenn sie das Klima schützt, dann raucht sie wahrscheinlich nicht, oder? Ja, was sagt jetzt wiederum jetzt hier? Die kommenden Verfolgungen, das ist Matthäus 24 aus dem Kopf. Was sagt das denn jetzt hier? Hütet euch vor den Menschen. Wenn ist sie das nicht Lukas? Da steht doch Lukas. Nee, das ist nur die Verweisung auf Lukas. Nein, aber so. Kolosser will ich jetzt hier. Kolosser 3,21. Mit den Kindern, die jetzt mittlerweile hier die Politik bestimmen. Darum ging es mir jetzt eben. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Ja, danke schön. Das ist wirklich unglaublich, also was heutzutage hier auch Kinder für ein politisches Gewicht haben, die eigentlich überhaupt nichts wissen. Die gehen ja eigentlich noch zur Schule und selbst da kriegen sie ja nichts Vernünftiges beigebracht. Aber wie gesagt, sie machen sich halt gut, sie sehen unschuldig aus und wir sind jetzt hier bei derselben Geschichte wie... Ja, vor allen Dingen auch, Michael, weil sie ja freitags alle schwänzen auf die Straße gehen. Ja, freitags ist sie nieder. Genau. Freitags ist sie nieder. Aber in 10 Geboten beispielsweise steht eben nicht drin, dass die Kinder jetzt den Eltern überstellt sind. Ne? Im Gegenteil, ne? Da steht nämlich drin, jetzt hier in dem 5. Gebot, ne? Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Ja. Und was stand jetzt eben im Kolosser? Ja, da stand drin, Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Also wir sehen, dass die Bibel beschreibt uns absolut antichristliche, gegenchristliche Strömungen in den letzten Tagen. Das ist ja wirklich, wirklich jetzt ganz klar. Ne? So, ich mache jetzt mal so ein bisschen Dampf hier und sage jetzt einfach nur mal, die Verbände und die ganzen Leute, die haben sich letzten Endes jetzt nur in einem neuen Staat arrangiert, aber sind eigentlich dann fast dieselben. Ne? Ob jetzt hier der Reichspräsident Chaimer Schach die Hitlerspende einmacht oder der Herr Pferdmenges dann eben die Adenauer-Spende. Ihr seht, das läuft halt alles so auf die Geschichte. Ne? Jedenfalls kam der Bund der Deutschen Industriepräsident Berg auf die Idee, den Mitgliedern uns Unternehmen, es waren dieselben wie von 1945, eine Adenauer-Spende vorzuschlagen. Ihr seht, das ganze Ding ist genau dasselbe. Aus gutem Grunde, kann ich mir vorstellen, hat der Adenauer damals die Entnazifizierung aufgehoben oder aufheben müssen oder aufheben dürfen. Ne? Spende mindestens 1000 D-Mark und so weiter. Ne? Mit Wissen Adenauers und Beteiligung des CIAs, hallo Herr Dalles, gründete der Waffenhändler Rudolf Ruschewey im Januar 1952 in Vaduz den Octagon Trust. Ruschewey war Staatsbürger, der bei deutschen Unternehmen schon während der Nazi-Zeit beliebten Finanzoase Liechtenstein. Warum ist das so? Weil Liechtenstein ein Fürstentum ist. Die sind auch nur deswegen Fürstentum mit ihrer Souveränität, weil die natürlich genau dem Papsttum dienten. Sonst wären die keine Fürsten. Hatte während des Krieges die Waffenlieferung des Schweizer Rüstungskonzerns Bühle-Oerlikon an die Wehrmacht vermittelt und dabei Millionen verdient. Ja, das ist aus diesem Video schwarze Kassen der CDU-CSU. Der Herr Ruschewein, Admiral Canaris, Bestechung in Frankreich und so weiter und so weiter und so weiter. Waffenfabrik Oerlikon, ne? Und so weiter und so weiter. Besuch bei Ruschewein in Schaan, das ist alles in Liechtenstein, ne? Mit Liechtenstein mit IE. Ja, ja, sehr interessant. Sehr interessant, die Geschichte. Ne? Korrupte Politiker und Parteien, die uns sich bereichern. Hat nichts mit Volksvertretern zu tun. Gibt es Bücher drüber, kann man lesen. Ja? Neueste historische Forschungen verdeutlichen die CDU, die angeblich christliche Partei, da müssen wir aber direkt hier wieder grün machen, die wurde nach 1945 mit Nazi-Vermögen aufgebaut bzw. finanziert mit Unterstützung des CIAs von Wahlsieg zu Wahlsieg gepusht. Ja.
Der Herr Josef Strauß, also Franz Josef Strauß, FJS, war damals Minister für besondere Aufgaben. Das kann jeder werden, auch ohne Schulbildung im Übrigen. Ne? Minister für besondere Aufgaben, da kannst du dann auch irgendwelche Kaugummiknödel irgendwie auf einer Straße fegen, dann bist du auch irgendwie besonders. Also das ist, da werden hier Pöstchen verschachert für Leute, die natürlich genau so dicht halten können sozusagen. Ne? Damals wurde eben dann eine Rüstungsproduktion aufgebaut. 5% des Kaufpreises landen laut dem Artikel als Provision auf den Oppenheim-Konten und damit in schwarzen CDU-Kassen. Das war ganz leicht, weil Otto Lenz bis 1953 Chef des Kanzleramtes nicht nur CDU-Wahlkampfleiter war, sondern als Mitinhaber einer Bonner Anwaltskanzlei noch als rechtlicher Vertreter von der Rüstungsfirma Hispano Suiza agierte. Rusche, Weiß, Oktogon und der CIA lenkten noch weitere dunkle Gelder in Richtung Oppenheim und Adenauers Bargeldtresor im Bundeskanzleramt. Ach, das ist unglaublich, wenn man das alles durchliest. Ne? Die haben damals unglaublich viel Propaganda gemacht für die Wahlen einer angeblich christlichen Partei, die eigentlich eine römische demokratische Union sein müsste, also RDU, nicht CDU. Mobile Filmbühnen in allen möglichen Dörfern, Werbefilmbroschüren, 10.000 Plakate, Adenauer-Abbildungen und so weiter und so fort. Lautsprecherwagen, Flugblätter, Dias, Filme, ach ja, ne? Zur Durchführung gründete Lenz ein Netz von Tarnfirmen des Bundespresseamtes, abgestimmt auch mit dem vom CIA gelenkten Geheimdienst Organisation Gehlen. Ja, der Reinhard Gehlen ist wieder mal dabei. Dem Vorläufer des Bundesnachrichtendienst, ne, der nicht nur Nachrichten, also das ist auch wieder so ein beschönigter Titel hier. Auch das war sowieso gesetzwidrig, nicht nur deswegen, weil Gehlen, BND, der Auslandsgeheimdienst war. Ach ja, ne? Zum Beispiel gibt es auch Leute, die da einfach so in der Straßenecke in Bad Godesberg aus einem Auto mit undurchsichtigen Scheiben zwei Koffer mit Geld in Empfang nehmen. Was in den letzten übrigens auch relativ aktuell war, auch wieder vor 20 Jahren, der Mann, der damals da tätig war, heißt Wolfgang Schäuble. Kann man aber auch nachher noch Finanzminister mit werden, weil man kann ja gut mit Geld umgehen. Ob das jetzt mit offiziellem Geld ist oder nicht offiziellem Geld ist, kann ich jetzt von hier aus nicht beurteilen. Der Mann ist ja nicht rechtskräftig irgendwie, ne? Deswegen kann ich ihm ja nicht beweisen. Weiß ich ja noch nicht. Ne? Wahrscheinlich ist der kann ja auch geopfert werden. Also in dem Moment beispielsweise, wenn jemand weg soll von der politischen Bühne, kann man dem ja auch irgendeine Spende zum Verhängnis machen. Also zum Beispiel der Herr Kohl, der ist ja über seine Spender gestolpert, wenn man so will. Ne? Und die Frau Merkel, kann ja auch sein, dass die Frau Merkel ihm einen Stolperstein in den Weg gelegt hat. Oder die Leute, die für Frau Merkel waren, haben ihm unter Umständen einen Stolperstein in den Weg gelegt. Also das mögen ja die etwas fieseren Tricks sein, um jemanden von der politischen Bühne zu drängen. Ne? Also nochmal hier, der Herr Schäuble hat damals einen Koffer eines Waffenhändlers, Herr Schreiber, in Werte von 100.000 D-Mark nicht erklären können. Er wusste nicht mehr, warum, wieso, weshalb und überhaupt. Ne? Wolfgang Schäuble und die 100.000 Mark aus dem schwarzen Koffer. Das war 1994 mehr wert als, ja, ne? Bestechung. Haftbefehl gegen CDU-Schatzmeister Walter Leisler-Kieb. Das sind, würde unser Autor hier sagen, Pawns in the Game, würde sagen, das sind die Bauernopfer. Ne? Da werden dann irgendwelche Leute dann halt verhört und verurteilt und so weiter und so fort. Ja. Die Herkunft der CDU-Schwarzgeldmillionen hat Herr Kohl mit ins Grab genommen. Und ich könnte wetten, dass ich wüsste, aus welcher religiösen Ecke das kam. Und nicht nur in irgendeiner Art und Weise die Industrie. Nochmal, das ist die vornehmlich christlich-demokratische Union. Also die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Ne? Und das haben wir bei den ganzen Politikern, mit den ganzen Spenden. Ohne Geld kommt nichts. Ja? Tja, Herr Schäuble kann also, weiß nichts, aber ist dann nachher Bundesfinanzminister. Ja? Also alles in irgendeiner Art und Weise jetzt hier nicht erklärbar und auch nicht schön. Was uns letzten Endes zeigt, sind alles hier keine Volksvertreter. Ne? Spenden von Bayer und Höchst, wir reden jetzt hier bitte schön über die Pharmazie, ne? Wir reden jetzt hier über Medikamente und so weiter. Ne? Spenden von Bayer an die Adenauer-Regierung. Jei. Dann sieht man doch schon, warum dann der spätere Gesundheitsmensch, wie heißt er denn jetzt noch, der gesagt hat, die Pharmaindustrie ist dann viel zu stark, der auch gesagt hat, diejenigen, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden und diejenigen, die zu entscheiden haben, sind nicht gewählt. Jetzt komme ich schon wieder nicht drauf, aber ich schneide es dann nachher hier rein. Seehofer, dankeschön. Ja? So, die 50 wichtigsten Konzerne, da spenden Bayer, Bosch, Deutsche Bank, Dresdner Bank, Henkel, Mannesmann und, na, genau die, Rodenstock, Unilever, Otto Wolf, Zentis, ja, nochmal die Frau Rehmsma. Ich weiß nicht, was die gegen das Jahr 2038 hat, aber vielleicht ist das auch irgendwie ein Code, kommt übrigens 13 bei raus, aber gut, ne.
Erpressung, schwarze Kassen, ach, das ist unglaublich, ne? Verfassungsbruch. Der Herr Bundeskanzler Adenauer traf sich wesentlich häufiger mit BDI-Präsident Berg und dem Bankier Pferdemenges als mit seinen Ministern, ne? Sehr interessant. Also da kann man sehen, was wirklich wichtig ist, ne? Brechung des politischen Willens der Mehrheit und von Teilen der Bevölkerung. Politische Korruption. Ja? Man kauft sich die Stimmen. Derjenige, der den besseren Wahlkampf hat, der ist natürlich überall präsent in den Medien. Die Leute glauben das. Ach ja, der ist nett. Ja, der macht das. Ne? Ja, illegale Geldquellen. Selbst hier der Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein laut dem Bericht urteilte später: Wahlgesetze ändern, umgehen, illegale Geldquellen und so weiter und so fort. Ja. Mit zur Hilfenahme CIA, Organisation Gehlen, BND und so weiter und dem Antichrist. Der darf jetzt nicht fehlen, ne? Wenn die wüssten, wer der Antichrist ist, aber das darf wahrscheinlich der Spiegel dann oder der Autor jetzt hier auch nicht so schreiben, ne? Das ist echt, ja. Ja, das ist, dieselben Leute sind da im Spiel, die NS-durchsetzte Justiz, dieselben Leute sind im Spiel nach wie vorher. Beispielsweise war dann hier der Herr Strauß Verteidigungsminister und wir kürzen das jetzt hier ab, aber der hat also hier Milliardenaufträge für die Bundeswehr abgeschlossen über Schützenpanzer, die niemals gekommen sind. Für die Vorwärtsverteidigung, jetzt fällt mir auch gerade ein, dass das amerikanische sogenannte Verteidigungsministerium Pentagon heißt, was aber dann dauernd irgendwelche Länder angreift, ne? Aber Vorwärtsverteidigung, da muss er erstmal drauf kommen. Na klar, die Bundeswehr kann nichts anderes sagen. Die verteidigt ja auch die Freiheit am Hindukusch, denn die ist ja als Verteidigungsarmee aufgestellt, laut Grundgesetz. Ne? Also muss die ja irgendwas verteidigen. Und wenn die nach vorwärts verteidigt, dann ist ja Angriff die beste Verteidigung. Ne? Die darf natürlich nicht Angriffs, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ne? Bis zur Zeit des Ersten Weltkriegs hießen die sogenannten Verteidigungsministerien ja auch noch Kriegsministerien. Ja, das ist, war früher manche doch besser, ne? Aber ja, das war eben damals schon die Form vom Neusprech, mit dem genau wir jeden Tag konfrontiert sind. Ne? Genau. Wenn ihr da was wissen wollt, HS30-Skandal, Hispano-Suiza-Skandal, illegale Original-Wikipedia, illegale Parteifinanzierung für die CDU. Und das ist nicht lustig. Strauß in seiner neuen Funktion als Finanzminister versuchte, den Herrn Plappert, der er war CDU-Bundestagsabgeordneter, ruhig zu stellen, dass er ihm eine hohe Steuerschuld erließ. Ne? Also da war einiges am Brodeln, da gehen sie um ganz viel Geld. Aber jetzt wird's fies. Ja? Wir sind bei Kennedy, ja? Wir sind bei politischen Geschichten, die mit Geld und mit Religion zu tun haben. Unsichtbare Geister, sagt der Artikel hier, Nachdenkzeiten, kamen zu Hilfe. Der Hauptzeuge Otto Lenz, ein sehr vermögender Lebemann, verstarb schon im Mai 1957 plötzlich unter ungeklärten Umständen in einem armen Krankenhaus Neapels. Seine Reisebegleiterin und Geliebte Maria Clerc, die sich aus Furcht im Ausland vernehmen ließ, beging danach Selbstmord, so hieß es. Ich habe da noch keine valide Quelle für gefunden. Wenige Tage später, nach seiner Aussage im Ausschuss, verschwand der Zeuge Plappert. Jahre später wurde seine Leiche im Bodensee gefunden. Steht offiziell als Todesdatum für den Herrn Plappert, immerhin, Bundestagsabgeordneter, ja, also nicht jetzt irgendwie ein Zivilist oder sowas. Ja, Todeszeitpunkt zwischen 1970 und 74, muss man sich mal vorstellen. Da ist ein Bundestagsmitglied, wird dann vermisst und der taucht dann, im wahrsten Sinne des Wortes, taucht er dann 4 Jahre später erst auf? Mann. Wie einige andere Zeugen des HS-30-Skandals, es geht hier um Rüstungsmanipulation, es geht hier um Spenden, illegale Spenden und alles, starb er unter bis heute nicht völlig geklärten Umständen. Das kommt mir noch sehr... Aber auch Zigarrenfabrikant, ein bisschen verwandt mit Remsmann. Ne? Ja, aber das ist auch, guck mal, das ist doch, ich habe direkt den Dutroux hier vor Augen, ja? Zeugen starben unter... 27 toten Zeugen. Ja, genau, ne? Ja. Oder verschwundenen Zeugen. Ja. Alle diese Tode wurden nie aufgeklärt. Der Untersuchungsausschuss verlief im Sand bzw. Sumpf. Die Staatsanwaltschaft ermittelte ergebnislos. Ja, die ist ja auch weisungsgebunden, anders vom Justizministerium, ne, im Übrigen. Nix hier mit Gewaltenteilung. Ja, die Staatsräson hatte sich durchgesetzt, sagt der Artikel. Otto Lenz, ja? Die Tatsache, dass er trotz seiner schweren Erkrankung kein besseres Krankenhaus aufgesucht hatte und dass er zuvor anonym in einer Pension auf Ischia gewohnt hatte, löste Spekulationen in der Presse aus, die eine mögliche Vergiftung andeuteten. Also, das kann man sich alles nicht mehr ausdenken, ne? Obwohl Lenz zeitweise zu den wichtigsten Mitarbeitern von Konrad Adenauer gehörte, wird er in dessen 4-bändigen Erinnerungen nicht erwähnt. Er hatte wohl seine Gründe, anscheinend. Ja, Affären, sagt der Spiegel, die unvollendete. Das sind Rüstungsaufträge, da geht es sich um Milliarden D-Mark. Das war richtig viel Geld damals. Das war ja noch mehr als heute, logischerweise. Nicht nur, weil es D-Mark gewesen ist, sondern das ist, wenn man sich das alles anguckt...
jeder, der diese Sendung sieht, sollte sich einfach mal darüber im Klaren sein. Das ist jetzt hier aus der Zeit, wo man dachte, die Bundesrepublik Deutschland, das wäre das Vorzeigeland, das wäre das Wirtschaftswunder, alles wäre toll und alles wäre doch grün, blüht die Heide und so. Ja, Leute, die in Cabrios durch die Gegend flitzen, Leute, die, keine Ahnung, sich gerade ein Haus bauen und so weiter und so fort. Ja? SPD-W-Experte Helmut Schmidt. Ja, das sind alles dieselben Leute. Du kommst nicht in die Politik, wenn du nicht weißt, wie die ganze Geschichte finanziert wird. Und jetzt erzähl mir bitte schön nicht, wenn da jetzt wirklich 5% überbleiben für irgendwelche schwarzen Kassen, dass das dann nicht irgendjemand dann noch derjenige ist von den Politikern, die jetzt noch da Nutznießer von werden. Hier Strauß und so weiter und so fort. Also das ist, da kannst du jetzt nicht mehr, da kannst du jetzt überall reingehen. Aber wichtig ist nur zu wissen, das hat alles mit ganz viel Geld zu tun. Und das war auch übrigens auch Bestandteil des Wahlkampfes von John F. Kennedy. Ohne das viele Geld von Kennedy und auch seine Sponsoren, muss man aber dazu sagen, ja, unter anderem auch die Unterstützung der Mafia, ja, wäre dann letzten Endes der Kennedy logischerweise nicht Präsident geworden. Du musst erstmal richtig Kohle haben. Und ich meine jetzt noch nicht den Herrn Trump, ich meine jetzt jeden. Ja, das kann man sich nicht vorstellen. Ja? Das Schützenpanzergeschäft hat die BRD über 200 Millionen D-Mark als Verlust gekostet und der CDU etwa 50 Millionen D-Mark für Wahlkosten eingetragen. Ja. Da fällt dir da nichts mehr zu ein. Die Lichtensteiner Villa des Waffenhändlers Rudolf Ruschewald, einst Wirtschaftsexperte in der großdeutschen Abwehr unter Admiral Katanaris. Ne? Hier reden wir jetzt hier über die deutsche Marine. Ne? Einstigen Schweiz-Botschafters Friedrich Holzapfel, ein Morphinist. Na, dann weiß er aber auch Bescheid, wo der seine Inspiration wieder her hat, ne? Der Octagon Trust in Vaduz, das wäre so das richtige Thema für jemanden, der halt so mit Octagon unterwegs ist, ne? Ja. Ja, es ist, du kannst da reingehen wie so ein wenig mehr. Ich will jetzt hier mal einen schönen Abschluss haben. Otto Lenz hat damals wohl angeblich zu seiner Begleiterin gesagt, so schnell kann man aus dem Leben herausgerissen werden. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, eine große Summe für mich abzuzweigen, dann werde ich das bestimmt tun. Wieder bewahrt. Der hatte einen Skiunfall. Mhm. Michael Schumacher. Mhm. Ja. Fällt mir gerade mal eben ein. Ja. Ja, ja. Ja. Der eine Scheck ist für den Wahlkampf, der andere ist für mich. Ja, also, die Leute halten alle die Hand auf, ne? Das ist unglaublich. Also, wie gesagt, ich habe euch den Artikel benannt, ihr könnt den Artikel ja selber lesen. Ich möchte den Artikel jetzt hier nicht vorlesen, weil eigentlich sind wir bei Kennedy. Aber sie sind natürlich auch jetzt hier genau bei der Geschichte, dass man endlich mal begreifen muss, das sind keine Volksvertreter. Zumindest nicht diejenigen, die ganz nach oben kommen. Die ganz nach oben kommen, ob die nun mal Helmut Kohl heißen, ob die nun Wolfgang Schäuble heißen, ob die Franz Josef Strauß heißen, ob die Konrad Adenauer heißen und wie sie dann immer heißen. Es sind doch alles immer dieselben Leute, die vorher schon bekannt waren und die letzten Endes dann alle ihre Beziehungen hatten. Oder haben. Ja? Beziehungen. Beziehungen, 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 Beziehungen. Und die hatten halt unglaublich viel Geld im Hintergrund. Ja, und deswegen ist die CDU auch so stark geworden. Ne? Ja, Reinhard Gehlen, ja, Octagon Trust. Ja, erst SS, dann CIA, dann Bundesnachrichtendienst, später noch Mossad. Ja, das alles zusammen. Da kannst du deine 5 Folgen nur über Reinhard Gehlen machen. Ne? Der war natürlich was? Natürlich war er das. Der war Kreuzritter. Natürlich ist er das. Nicht nur, weil er ein Balkenkreuz getragen hat. Nö. Ich möchte nicht wissen, wie viel Todesurteile und Anweisungen dieser Mensch im Laufe seiner militärischen Laufbahn gegeben hat. Ja, das sind nicht immer die Leute, die jetzt irgendwie jetzt irgendjemanden jetzt physisch jetzt erschießen oder umbringen, sondern das sind auch die Leute, die die Befehle dazu geben. Ne? Ja, die anderen sagen dann von wegen, ich habe den zwar umgebracht, aber ich habe nur Befehle befolgt. Aber sind doch im Endeffekt diejenigen Leute, die den Befehl geben, sind doch auch Mörder. Ja? Moralisch sind die doch alle Mörder. Moralisch sind das doch alles Mörder. Ja, ich meine jetzt nicht den Günther Jauch, aber ich meine, gut, ihr könnt euch zu dem Bild denken, was ihr wollt. Ne? Worauf es mir ankommt, ist, egal ob man jetzt in die Neuzeit geht oder in die alte Zeit geht, ja, hier beispielsweise ein Buch über Reinhard Gehlen, das heißt, der General war ein Spion. The General was a Spy. Also die ungeschriebene oder unerzählte Geschichte von Reinhard Gehlen, der Superspion, der also unglaubliches Reich aufgebaut hat, der Intrigen für Hitler, die CIA und für Westdeutschland. Und man darf nicht vergessen, für die Israeliten auch. Ja, The General was a Spy über Reinhard Gehlen. Ja, ja. Das ist Sicherheitsdienst und so weiter und so fort. Also das ist alles, natürlich kennen die Leute. Die Leute sind richtig Geld wert, weil die Leute halt entsprechend die ganzen Verbindungen haben. Ja, die Leute haben die Verbindungen. Ja.
steht sogar in dem Buch hier drin, Konrad Adenauer war bereit, im Juli und so weiter den Plan durchzupeitschen, mit einem Budget von 26 Millionen Mark. According to a proposal by, also auf einen Vorschlag von Gehlen, der Gehlen-Administration und so weiter, was to lie with State Secretary Globle. Also hier geht es schon wieder um Lügen. Ja, das ist, egal wo du da reingehst, es hat ja nichts mit Wahrheit zu tun, Politik, ne? Wie sagte noch Jens Spahn, ne, dass in der Politik geht es nicht um Wahrheit, es geht um Abwägen. Ja, toll. Interessanterweise in diesem Buch, der General war ein Spion, steht hier beispielsweise als Luzifer des Polizeistaates benannt, Reinhard Heydrich, der neue Chef der Gestapo, der geheimen Staatspolizei, von dem wir wissen, dass der, ich glaube es war in der Tschechei gewesen, damals einem Attentat zum Opfer gefallen ist. Wir haben das in der Serie über und von dem Christopher Lee damals benannt. Ne? So, das ist jetzt hier nur der Herr Gehlen, damit ihr mal seht, wie ein skrupelloser General ist, der die einfach die Seiten wechselt und einfach weiter spioniert, weil das ist das, was mit Geheimnissen und Lügen weiterzukommen, das ist das, was diese Leute halt anscheinend so zum Leben brauchen. Ne? Der war garantiert super fähig, aber halt auch nur deswegen fähig, weil er so skrupellos war. Ne? Der Herr übrigens, und das ist ganz wichtig zu wissen, ne, der Geheimtransport von Gehlen in die Vereinigten Staaten und so weiter und auch seiner ganzen Archive und so weiter und so fort, die sind gemacht worden vom General Walter Bedell. Der hat eben mit der Einheit und dem Regiment zu tun von General Eisenhower, der zusammengearbeitet hat mit William Donovan, also der USS dann gegründet hat, natürlich dann CIA gegründet hat, dann später mit Reinhard Gehlen und der ist ganz wichtig hier, ne? Genau, der Alan Dulles, eben der von den Dulles-Brüdern, der USS-Stationsinhaber oder Stationschef gewesen ist in der Schweiz. Die Gehlen-Organisation, später Bundesnachrichtendienst. Ne? Ist einfach ein anderer Name für dieselbe Geschichte. Das ist unglaublich, ne? Und der hat den Konrad Adenauer logischerweise mit geheimen Informationen benutzt, versorgt, ne? Und deswegen kommen wir jetzt zu den letzten 10 Minuten dieser Geschichte. Und zwar einem Intelligenztest. Ne? Deswegen habe ich jetzt hier, der RTL, habe ich jetzt hier den Günther Jauch genommen und habe jetzt einfach mal einen Intelligenztest gemacht, damit wir mal so einen entspannten Abschluss dieser Geschichte haben mit ganz vielen Fakten. Das ist ein Intelligenztest. Ja? Also wenn heutzutage irgendjemand Geld gewinnen will, aber anscheinend Geld ja angeblich glücklich macht, weil es zumindest in der satanischen Welt halt so ein großes Gewicht hat, dann sagt jetzt unser 666-Moderator Günther Jauch hier, wenn man drei Fragen stellen, Multiple Choice, damit es nicht zu schwer wird und so weiter. Was sagte JFK in seiner Rede in Berlin 1963? Antwort A, ich bin ein Gummibär. Antwort B, ich bin ein Berliner. Oder Antwort C, ich bin ein Star, holt mich heraus. Ihr findet das vielleicht witzig und es war auch eigentlich lustig gemeint, aber ich überlege gerade, wie das denn ist, wenn du das irgendjemandem sagst, der vielleicht gerade so 16 ist. Da haben wir schon ein Problem, glaube ich. Ne? Ich glaube, das überkennt... Ich hätte gesagt C, ne? Ja. Aber es ist ja auch auf RTL, deswegen ist es ja auch ein Intelligenztest und kein Intelligenztest. Richtig, ja, endlich mal einer, der mitdenkt. Aber wirklich, wirklich, also ich meine, wer kennt es noch, wer hat denn wirklich noch Bezug zur Politik heutzutage für den jungen Leuten? Die sind doch nur noch aufgehetzt durch Klima, durch dieses und durch Masken und hast du nicht gesehen, ne? Also das ist der Kennedy, der natürlich genau die Antwort B sagt, ich bin ein Berliner, wo ich ja schon, die heißt der nun, heißt der so, also von leise ist natürlich jetzt unfair einfach. Der natürlich genau das gesagt hat, was er nicht ist. Also er hat gelogen. Ne? Der ist kein Berliner, der fühlt vielleicht wie ein Berliner, aber er ist kein Berliner. Gesagt hat er das am 26.06.63 in Berlin-Schöneberg um 13.22 Uhr. Jetzt muss man mal eins überlegen, das ist jetzt gerade mal ungefähr 5 Monate vor seinem Attentat. Und der Mann war total populär in Deutschland, logischerweise. Wenn er nach der amerikanische Präsident kommt zu Berlin, wo gerade in Berlin Riesenpalaver ist, wegen einer Konfrontation mit den Sowjets, wo dann die den Mauerbau draus resultierte, ne, übrigens. Ja. Jetzt ist aber so, dass wenn man den googelt im Internet, den John F. Kennedy, überall dieses Zitat kommt, ich bin ein Berliner. Und jeder sagt, ja, kenne ich, klar, hat er gesagt. Ja, hat er auch gesagt, ist aber nicht das ganze Zitat. Er hat nämlich mehrfach an dieser Rede, wenn ich mich richtig erinnere, mindestens zweimal benannt, dass er ein Berliner wäre. Aber was immer unterschlagen wird, ist eigentlich noch die viel wichtigere erste Aussage von ihm, wo er dieses Zitat oder diesen Satz gesagt hat und nicht da, wo man halt immer schön die Kamera schön manipuliert und genau diesen Satz reinschneidet, sodass es also dann so klingt, als wenn er nur diesen einen Satz gesagt hätte und dass da eben noch nicht eine andere Bemerkung in seiner Rede war. Und genau das ist noch viel wichtiger. Das ist der Herr Kennedy in Berlin-Schöneberg. Und der sagt jetzt Folgendes. Vor 2000 Jahren war der stolzeste Satz, den ein Mensch sagen konnte, der: Ich bin ein Bürger Roms.
Heute ist der stolzeste Satz, den jemand in der freien Welt sagen kann: Ich bin ein Berliner. Guck. Das wird kaum irgendwo rübergebracht, kolportiert. Kaum. Jeder beschwert oder jeder konzentriert sich nur auf diesen kleinen Satz hier: Ich bin ein Berliner. Aber er sagt das als Vergleich dazu zu Rom. In der freien Welt. Also er macht die Aussage, dass es in der freien Welt toll wäre zu sagen, ich bin ein Berliner. Aber die Berliner waren noch gar nicht so frei. Die durften noch nicht mal in die Ostgebiete reisen. Also ich sehe ja jetzt schon, dass es hier komisch so ist, dass also Berlin jetzt hier mit Rom verglichen wird. Ne? Wo doch Berlin überhaupt kein Kapitol hat. Wer ein Kapitol hat, wäre jetzt Washington. Die haben ja so eine ähnliche Kuppel, so ein Tempel Jupiters wie in Rom. Deswegen ist ganz interessant, dass er hier Rom benutzt, ne? Und nicht eben Berlin. Also interessant, also derjenige, der in die Rede geschrieben hat, wir wissen ja, wer es gewesen ist, ne? Dass also die den Vergleich ziehen zu Rom. Also auch da kommt Rom wieder drin vor, selbst in Berlin. Das ist die originale Übersetzung sozusagen, die ihm jemand gesagt hat, was er dann sagen soll. Hier mit der Betonung auch noch, ich bin ein Berliner, ja. So, also, na gut, muss man jetzt nicht, ne? Aber nur mal dazu. Ne? Ich bin ein Berliner. Mhm, ja. Und damit meint er natürlich, er fühlt sich verbunden zu der Berliner Bevölkerung. Ne? Jubel braust über den Platz. Ja. Es geht sich angeblich in der Auseinandersetzung zwischen der freien Welt und dem Kommunismus. Ne? Aber wir wissen ja, dass die Welt damals auch schon nicht frei gewesen ist. Aber anscheinend wusste der Kennedy das nicht. Oder aber er musste das so verkaufen. Denn schließlich musste er die Leute damals beruhigen. Ne? Schöneberg, 1326. Kennedy sagt, wir hatten es nie nötig, eine Mauer aufzubauen, unsere Leute bei uns zu halten und sie daran zu hindern, woanders hinzugehen. Ja, das stimmt. Gibt natürlich auch irgendwelche Mauern, die man geistig aufbaut. Ne? Die Bild-Zeitung schreibt am 16. August, also ein paar Wochen, nachdem der Kennedy schon wieder weg war, der Osten handelt, es geht sich um den Mauerbau, der Westen tut nichts. Präsident Kennedy schweigt, Macmillan, hier gehen wir, das geht sich jetzt hier um den englischen Premierminister, geht auf die Jagd und Adenauer schimpft auf Willy Brandt. Willy Brandt damals, regierender Bürgermeister von Berlin, der übrigens auch nicht Willy Brandt heißt, ne? Das ist eine andere Geschichte. Ja, ja. Also, wir sehen, die Bild-Zeitung macht also dann Propaganda dafür, dass es eben dann so wäre, dass der Osten handelt und der Westen nichts tut. Ja, was hätte der Kennedy machen sollen? Und hätte dann die Zigarrenwerbung oben rechts. Ne? Entschuldige mal, nach dem, was wir jetzt gerade alle gelesen hatten, passt das ja wohl, ne? Ja, ja, ja. Aber was den ich jetzt. Zigarren raucht der Mann. Ja, ja. Der Herr Macmillan hat übrigens damals den Antrag auf die Europäische Wirtschaftsgemeinschaftsbeitritt gestellt, die aber dann gescheitert ist, weil de Gaulle dagegen war. Aha. Ja, so, hier die Zeitleiste. 15.06.61, da sagt der Walter Ulbricht, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Weswegen ich mal eine Sendung gemacht habe, meiner Reihe Television, wo ich gesagt habe, einer der Bauarbeiter heißt bestimmt niemand. Ja, und so ist der Satz dann auch wiederum nicht gelogen. Ne? Also der Bauarbeiter, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ne? Sophismus. So, 26.06. kommt John F. Kennedy und sagt, ich bin ein Berliner. Am 13.08. wird die Berliner Mauer gebaut. Die Berliner Mauer, so. Fehlt ein R. R ist immer so ein schwieriger Konsonant in Deutschland. So, am 16.08. sagt die Bild-Zeitung dann, Präsident Kennedy schweigt. Ja, der hatte dann zu dem Zeitpunkt vermutlich andere Probleme, hat aber dann auch irgendwie, wenn ich mich nicht richtig daran erinnere, dann wollte er aber auch keinen direkten Krieg mit der Sowjetunion dann riskieren, wegen einer Mauer in einer besetzten, ohnehin besetzten Stadt. Ja, ich meine, Berlin war damals. Status Berlin tue ich mir jetzt nicht an, aber wie gesagt, Berlin war damals ja auch keine freie Stadt. Wenn man dann sagt, freie Stadt und tut mir leid. Die sind umgeben gewesen von Kommunismus, der sich als Demokratie getarnt hat, also Deutsch-Demokratische Republik. Ja, und die durften noch nicht mal in den Osten der Stadt reisen. Also dann erzählt der Kennedy irgendwas von einer freien Stadt oder, ach, kommen Sie doch. Das ist alles Politik, ja. Aber das ist die Zeitleiste dazu. Also er hat dann gesagt, ich bin ein Berliner, aber wo es drauf ankam, wo dann vielleicht irgendwie er mal hätte verhandeln müssen mit den Ruskis oder mit was weiß ich wo, dann hat er dann geschwiegen, hat ihm zumindest die Bild-Zeitung so unterstellt, ne? Ja. Berlins Dank
an Amerika. Jubelbegeisterung. Ja, das ist im Juni gewesen. Ne? Aber die Massen, die da auf der Straße gewesen sind und damals gegen dann die Mauer protestiert haben, die haben auch nichts erreicht. Also wenn die Deutschen immer denken, auf die Straße zu gehen und protestieren, wäre jetzt das Allheilmittel, um alles Übel der Welt abzuwenden. Das hat ja schon super geklappt bei der Wiedervereinigung. Das ist alles Schmu, das ist alles vorher geplant worden. Denn damals, als die Mauer gebaut wurde, sind auch viele Menschen auf die Straße gegangen. Nicht dieses Bild, aber mal generell, hat aber gar nichts bewirkt. So, und jetzt genau sehen wir hier die Geschichte mit dem Staatsbesuch und genau wo ist dieses Foto? Na, am Wahrzeichen der Stadt Köln, der römischen Kolonie. Was hat John F. Kennedy nochmal gesagt? Der hat sich doch ganz speziell auf Rom bezogen. Und warum fährt er dann nach Köln? Köln war gar nicht die Hauptstadt gewesen von Deutschland damals. Bonn war die Hauptstadt von Deutschland gewesen, wenn ich mich richtig daran erinnere. Aber er fuhr nach Köln. Ja, der Herr Adenauer, der mal Oberbürgermeister von Köln war, ja, fährt er ausgerechnet nach Köln. Guck mal, da finden sich da ja, zwei... Ja, weil Bonn geboren wurde, ne, der Adenauer. Deswegen haben sie das ja Hauptstadt gemacht. Ne? Hm. Ja, aber interessant, dass also sich zwei Katholiken vor einem der größten katholischen Tempel Europas treffen. Wollte ich nicht mal so benennen. Wo denn sonst? Ja, ja, aber ich meine, ist ja schon mal augenfällig. Jeder sagt, ja gut, klar, der Adenauer, nee, Moment mal, stopp mal. Also laut meiner Geschichtskenntnis war 1963 Bonn die Hauptstadt von Deutschland gewesen, nicht Köln. Aber gut, wollen wir nicht spitzfindig sein, ne? Ja, Bonn hat ja nicht so einen schönen Dom, ne? Ja, ich sag nochmal, das Wahrzeichen von Köln ist eigentlich der Rhein, ne? Oder die Rheinbrücke, meiner Meinung nach, ne? Weil es gibt ja auch Menschen, die nicht dem katholischen Glauben angehören, wie beispielsweise Muslime oder Juden oder wer auch immer. Ja, die fühlen sich ja wahrscheinlich nicht durch den Kölner Dom jetzt besonders repräsentiert. Und Köln ist nun mal halt einfach der Rhein, einfach die Lebensader von Köln. Aber gut, da bin ich wahrscheinlich viel zu natur- oder traditionalistisch oder fundamentalistisch eingestellt, ne? Eine Gedenktafel, wo draufsteht, von dieser Stelle aus sprach der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, John Fitzgerald Kennedy, am 23. Juni 1963 zu der Kölner Bevölkerung. Ne? Nicht zu den Deutschen, nein, zu der Kölner Bevölkerung. Ne? Zu der Bevölkerung der Kolonie Roms muss das ja eigentlich heißen, ne? Köln. Ne? Ist klar, oder? Köln kommt von Kolonie. Glaubt ihr nicht? Glaubt ihr doch. Köln, wo kommt denn der Name her? Neuigkeiten über Köln, Schüsse, ja toll, super. Ja? Köln Wikipedia, da steht's da schon. Ja. Colonia Claudia Ara Agrippensium, kurz Colonia oder CCAA. Ja, da kommt's genau her. Ja. Der Name der römischen Kolonie im Rheinland, aus der sich die heutige Stadt Köln entwickelt hat. Und deswegen haben wir auch den Knüngel da. Und deswegen haben wir auch die römischen Adler da. Und noch einige andere Geschichten. Unter anderem die Kölner Kathedrale da. Ne? Genau. So, die Kölner. Köln-Bedeutung, genau. Ne? Genau. Und wichtig für die deutsche Geschichte auch mal eben zu sagen, dass die Römer diesen Rhein eben nie überschritten haben. Mhm. Und dass alles östlich vom Rhein eben germanisches Gebiet war. Genau. So, und hier wäre jetzt genau das Ende der Session erreicht, weil wir in der nächsten Session letzten Endes jetzt genau ein Thema haben, wo wir eigentlich jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack draus bieten können. Und zwar ist das genau das. Ja. Wir werden reingehen in den Besuch von Kennedy beim Papst, der nach... ja, in dieser Europatournee sozusagen danach folgte, also ein paar Tage später, nachdem er in Berlin gewesen ist, ist er dann zum Vatikan geflogen, oder geflogen worden, besser gesagt. Und wir werden uns dann Singularitäten und Simularitäten angucken zwischen Kennedy und Lincoln. Ich glaube, dass das die ganze Sendung über dann folgen könnte. Und das, was in der nächsten Sendung jetzt kommt, ist eigentlich dann die Überleitung zum Attentatstag, den 22. November 1963, wo dann eine Lesung erfolgt, die garantiert auch ganz anders verlaufen wird, mit ganz anderen Inhalten als die üblichen JFK, Tatort Dallas oder wo auch immer folgen. Wo es bei mir eigentlich gar nicht darum geht, wer was wie geschossen hat, sondern um ganz andere Dinge. Das hat, wie auch immer, wie auch in dieser Sendung beispielsweise, einen politischen, religiösen Hintergrund. Und das werden wir uns dann angucken. Wie gesagt, nächste Folge noch eine Folge Lincoln, Kennedy plus Papstbesuch. Und dann sind wir genau beim John F. Kennedy-Attentat. Und ich hoffe dann, dass das sehr interessant werden wird. Ich hoffe, dass es heute auch nicht so langweilig gewesen ist, auch wenn es viele Fakten waren, aber es war heute einfach eine mehr oder weniger deutsche
Ausgabe, damit man wirklich sieht, das, was Kennedy Katholik in den USA war, war dann Adenauer im kleineren Bereich im besetzten Deutschland eine Hoffnungsträger damals, um halt den Wohlstand und den Frieden irgendwie zu bewahren. Und Charles de Gaulle als Gegenpart dann auch in Frankreich. Und wenn man das alles sieht, dass das da alles Katholiken bzw. Jesuiten geschulte Menschen sind, dann ist auch nach dem Zweiten Weltkrieg eben niemals die Hierarchie geändert worden. Es waren niemals Volksvertreter. Das war mir eigentlich ganz wichtig zu sehen. Es waren, sind und werden nie Volksvertreter werden. Also egal an welche Partei man in diesem System, auch wenn man beispielsweise mal Quereinsteiger ist zu dieser Serie, egal in welchem Parteiensystem man hier jetzt zu irgendjemanden jetzt hier favorisiert oder sympathisiert, es ändert nichts an der Tatsache, dass alles weltliche Systeme sind, dass alles Widersprüche sind zum 1. Samuel 8, wo das Volk gesagt hat, gibt es einen König, der uns regiert wie die Heiden. Und das ist genau das hier, dass alles durch römisch-katholizismus abgesegnet wird. Und deswegen haben wir dann eben auch diese Sprache oder Ansprache von John F. Kennedy eben nicht in Bremen, eben nicht in Bonn, sondern genau in Köln, ne? Der Kolonia, der königlichen römischen Kolonie. Und deswegen hat auch der Kennedy da in Berlin eben dann auch den Satz gesagt: freie Bürger Roms. So viel von mir dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und ich gebe jetzt noch ab an den Jörg. Ja, ich hatte vor 2 Minuten mir einen Gedanken gemacht, den ich gerne äußern wollte, aber dann hat dein Schlusswort so lange gebraucht, dass ich, was ich nicht weiter schlimm finde, dass ich da fast vergessen hätte. Und zwar wollte ich einen Link legen zwischen Adenauer und Hitler. Und ich glaube, dass das dir auch ganz gut gelungen ist mit der unterliegenden Information, die du in diesem Video gegeben hast. Die Conclusio, also die Schlussfolgerung, zu der man kommen sollte, ist ganz deutlich, ganz klar und lässt sich geschichtlich ganz deutlich beweisen. Die Politik von Adenauer ist dieselbe Politik wie Hitler, nur in Friedenszeiten fortgesetzt, was Hitler im Krieg gemacht hat. Wenn man das einmal verstanden hat, dann begreift man, dass die Strippenzieher bei Hitler dieselben waren wie die Strippenzieher bei Adenauer. Und die Strippenzieher bei Adenauer sind dieselben Strippenzieher wie bei Kiesinger, Erhard, Brandt, Schmidt, Kohl, Schröder, Merkel, Scholz. Damit haben wir sie, glaube ich, ungefähr alle aufgezählt, soweit ich aus dem Gedächtnis die deutschen Bundeskanzler aufzählen kann. Ja, der. Die Strippenzieher sind immer dieselben, die Politik ist immer dieselbe, sie geht immer in dieselbe Richtung. Und diese Richtung ist niemals eine nationale, sondern immer eine römische. Weil all die Führer, die ich gerade genannt habe, katholisch verpflichtet sind und deswegen nicht dem Volk dienen, das sie so gesagt gewählt hat, aber einem Herrn dienen, der in Rom sitzt, einem fremden Herrscher. Und Ronald Reagan hat das einmal ganz deutlich gesagt: Holy Father, I give you my country. Heiliger Vater, ich gebe Ihnen mein Land.
by their counsel from the Lord.